So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Software-Architektur-Streams-Reihe. Ja, ich darf euch wieder alle begrüßen, Martin, Marco und mich. Sind da jetzt zum zweiten Mal. Falls ihr euch wundert, was ihr jetzt gerade guckt, das ist der zweite Teil von einer Videoreihe, die wir jetzt gerade machen. Die wird vielleicht so 3 bis 4 Videos beinhalten. Den ersten Teil könnt ihr gucken, noch auf unserem YouTube-Kanal. Was machen wir überhaupt? Wir würden mal so ein bisschen Einblick in die Softwarearchitektur Daily Business geben, was einen so erwartet, wenn man Softwarearchitektur plant, damit umgeht. Und unsere Videoreise sich ein bisschen damit beschäftigen, wie man sowas eigentlich trainiert. Und was wir machen, sind Software-Katas. Und was Software-Katas sind, das muss der Marco jetzt mal kurz erzählen. Genau, also wie Andreas schon gesagt hat, geht es ja ums Üben. Was man so typischerweise feststellt, ist, dass man selten die Chance hat, so ein Softwareprojekt auf einer grünen Wiese von Grund auf neu zu designen oder sich eben eine Architektur zu überlegen. Und deswegen ist es gerade da wichtig, dass man einfach ein bisschen Übung bekommt, weil man kann es einfach nicht on the job lernen oder nur on the job lernen. Und deswegen bedienen wir uns da bei den Katas. Eine Kata grundsätzlich kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Das waren ursprünglich Übungen im Kampfsport, also sowas wie Karate oder Judo, die haben Katas. Und das sind feste Bewegungsabläufe, also beispielsweise bestimmte Schlag- und Trittkombinationen oder bei Judo sind es Würfe und Hebelwirker, Haltegriffe. Und die Idee dabei ist, dass man die eigentlich immer wieder und wieder trainieren kann und man kann dabei versuchen, verschiedene Dinge zu verbessern, um eben Perfektion anzustreben oder einfach besser zu werden. Und man kann mal darauf achten, dass man es besonders schnell macht oder besonders elegant oder besonders präzise. Und genau das kann man bei Software-Cutters auch. Und wir machen jetzt nicht einfach nur Software-Cutters, wo es darum geht, eine bestimmte Programmierübung umzusetzen, sondern wir machen eben jetzt ganz gezielt Architektur-Cutters, wo man ja Problemstellungen von einem Kunden präsentiert bekommt und die versuchen wir dann eben mit Mitteln der oder mit Werkzeugen, die man eben aus der Softwarearchitektur kennt, zu lösen und damit eben zu einem Entwurf zu kommen, wie man das umsetzen könnte. Genau, und die Kata, die wir uns ausgesucht haben, das ist Hot Digital Doc und ich glaube, da wird Martin auch noch was dazu erzählen. Ja, danke schön, Marco. Heute geht es hier nämlich um die Wurst, kann man sagen. Und unser Problem spielt in Nürnberg. Da haben wir nämlich einen aufstrebenden Hotdog-Verkäufer, Hot Digital Doc, der aktuell dort mit etwa, ich glaube, 10 Stände waren es, unterwegs ist. Das sind so mobile Hotdog-Stände. Und der strebt jetzt ja eine gewisse Vergrößerung an, will hoch auf 50 Stände, will gern die Stände immer möglichst flexibel in Nürnberg platzieren. Da haben wir als oberste Priorität und für uns natürlich als Herausforderung das Thema, wie bekommen wir überhaupt raus? Was sind die optimalen Stände in der Stadt? Wo können wir Gewinn maximieren? Andere Problemstellungen, ich gehe nicht nochmal im Detail drauf ein, aber was hatten wir noch? Wir hatten noch das ganze Thema Versorgung. Ja, irgendwann ist die Wurst auch alle. Irgendwann, wir haben auch ein bisschen Abfall, ne? Würste werden auch verkauft. Und irgendwann braucht man natürlich auch Nachschub. Und da ist die Frage, ja, wie optimieren wir erstens die Lagerhaltung und die Lieferung? Das wäre so ein Stück weit Prio 2. Also im Großen und Ganzen Umsatz steigern. Ja, klassische Probleme sind Ich habe auch natürlich noch so mal Dinge. reingeschaut. Ich habe auch noch mal Ja. reingeschaut in die Cutter. Also tatsächlich waren die 50 Hotdog-Stand-Operators, die waren eine Vorgabe. Was wir, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht erwähnt hatten, war, dass es Tausende von Usern auch tatsächlich gibt. Also Leute, die Hotdogs kaufen und essen. Also das Genau. heißt, das müssen wir auch irgendwie abbilden können. Auch wenn es nur 50 Operators sind, aber trotzdem ist da eine gewisse Skalierung natürlich nötig. Richtig. Nichtsdestotrotz, erstmal fangen wir mit einem kleinen Prototyp an. Das ist völlig okay gewesen für unseren Kunden, dass wir erstmal überhaupt eine Anwendung entwickeln, die ihm dabei hilft, seinen Gewinn zu optimieren. Und von dort aus können wir dann skalieren oder sollen wir skalieren können. Ja,
Und dann kommen natürlich so die klassischen Probleme einher, die man an so einem Hotdog-Stand natürlich hat. Der Hotdog-Verkäufer, der hat jetzt nicht die Möglichkeit, mit dem Laptop zu hantieren, wie auch. Der hat vielleicht klebrige Hände, der hat vielleicht auch Handschuhe an und muss die Kunden bedienen. Also wir brauchen irgendwie eine ableckungsfreie Lösung, müssen trotzdem rausbekommen, wie viel Hotdogs hat er verkauft. Sollte er mit seinem Stand vielleicht umziehen? Wie läuft der ganze Stand-Handover? Und hinten raus haben wir natürlich einen Haufen Daten, die auch analysiert werden wollen. Also es ist eine große Domäne. Und glücklicherweise gibt uns die Kata keine Vorgaben, was preisliche Vorstellungen angeht. Das heißt, wir sind hier relativ frei, auch eine komplexere Architektur durchaus zu wählen. Und so viel vielleicht dazu. Was für Mittel, Marco, haben wir uns denn beim letzten Mal bedient aus der Softwarearchitektur, um das Problem zu lösen? Weil, erstmal heißt es natürlich Problemanalyse, oder? Ja, also wir haben uns halt bewusst jetzt ACT42 und C4 ausgesucht als zwei sehr gute Werkzeuge, um sich dem Ganzen anzunähern. Ich glaube, da wollte Andreas noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, ganz kurz erwähnt, ich kann es mal ganz kurz einblenden, schaut euch das gerne mal an, hier ist der Link, arc42.org, ist einfach ein Template, klingt jetzt ganz hochtrabend und kompliziert, aber so kompliziert ist es tatsächlich nicht. Es ist ein Template, was so ein bisschen vorgibt, wie man seine Architektur strukturieren sollte und welche Dinge alles dazugehören. Es gibt 12 Sichten auf das Dokument, das hier so ein bisschen beschreibt, sowas wie eine Laufzeitsicht, eine Einführung und Ziele, was immer ganz besonders wichtig ist, da macht man sich immer meist wenig Gedanken drüber. Dann auch eine Bausteinsicht und genau, das haben wir kombiniert mit C4. C4 ist eine Notation, in der man so eine Bausteinsicht halt ganz gut beschreiben kann. C4 greift auch mit, also die kann man in Kombination auch mit ARC42 verwenden, wo man halt so ein bisschen die ganzen Kontexte, Container, Components und Classes, da kommt auch der Name her, C4 bedeutet genau das, halt darstellen kann und man kann halt immer tiefer ins Detail von seiner Software reingehen. Das würden wir dann auch in der Bausteinsicht verwenden, aber wir sind jetzt das letzte Mal dann stehen geblieben bei der Kontextabgrenzung und da wollte ich dem Martin das kurz erzählen, da kannst du mal uns das Board zeigen, wo wir das letzte Mal dann einfach jetzt stehen geblieben sind. Wir können den Link zum Board auch mal teilen. Das heißt, wenn ihr gerade zuguckt, könnt ihr hier unten den Link auch abtippen und könnt mit auf dem Board schauen, falls irgendwie das nicht gut zu sehen ist, die Überschriften zu klein sind oder anderweitige Probleme. Da könnt ihr einfach mal mit drauf schauen. Also ihr habt da lesenden Zugriff und könnt einfach mal gucken, was wir da so machen. Genau, Link wird sich ändern fürs nächste Mal. Und genau, würde ich mal Martin abgeben. Und Martin, du wolltest noch unsere Zuschauer animieren, mitzumachen. Jetzt, wenn du auch das Board teilst, kannst du auch mal gleich erklären, wie wir das machen. Ja, klar, absolut. Also ihr seid alle eingeladen, hier mitzumachen. Das heißt einerseits natürlich Architektur, das ist nichts, was man nur auf eine Art und Weise lösen kann. Ihr seid also eingeladen, mit zu diskutieren, eigene Vorschläge reinzubringen, auch gern mal die eine oder andere kritische Frage zu stellen. Wir sind das ja im Arbeitsalltag gewohnt natürlich, ne? Und lasst uns gerne in einen offenen Diskurs gehen, auch zu dem, was wir hier gerade machen. Ne? Vielleicht machen wir auch kompletten Blödsinn, biegen ganz falsch ab, dann helft uns, fangt uns auf und sagt, hier, ah, habt ihr da vielleicht nicht, weiß ich nicht, den Bratwurstverkäufer vergessen. Der kann kein Desktop-PC bei sich mit dem Würstchenstand transportieren. Das ist doch realitätsfern. Wer weiß, ja, vielleicht biegen wir mal falsch ab. Also, das heißt, mitmachen, Kommentare unbedingt in den Chat. Und für die von euch, die auf YouTube dabei sind und sich das Ganze im Nachgang anschauen, gern die Glocke aktivieren, gern auch hier kommentieren. Wir beantworten eure Fragen natürlich auch im Nachgang. Und da hatten wir eben einen Flitzer bei mir an der Tür. Ja, schauen wir doch mal, was wir genau beim letzten Mal gemacht hatten. Wir sind schon so weit gekommen, dass wir... Ist das für die Benutzer auch editierbar oder ist das nur zum Anschauen? Das ist Read-Only, oder?
Das müsste Read-Only sein, weil ich hatte vorhin auch nur Read-Only-Access. Ne? Also wenn jetzt nicht... Nicht, dass uns da jemand irgendwie irgendwelche Bildchen da ins Board hält, wenn wir das werden. Ja, nein, da müssen wir es ändern. Also, ja. Fragen schauen wir mal. Teil 1 erstmal. Alles schon passiert, ja. Genau. Ja, sehr schön. Marco, kannst du das Board teilen? Ah ja, genau. Ich teile das Board. Einen Moment. Jawohl. Super. Ja, beim letzten Mal haben wir mit der Kontextabgrenzung angefangen. Das ist im Prinzip Schritt 3 im ARC42-Modell, nachdem man sich den Zielen bewusst ist, nachdem man die Randbedingungen definiert hat. Das haben wir erstmal beiseite gelassen. Also man muss nicht jeden Schritt machen. Wir sind erstmal direkt in den Kontext und haben uns da mit dem fachlichen Kontext befasst. Und jetzt seht ihr hier auch gleich unsere erste Vorlage. Wo soll ich hin? Möchtest du die Slide nochmal sehen oder gleich runter aufstellen? Gern direkt zur roten To-Do-Notiz. Genau, vielleicht könnte man nochmal sagen für die Zuschauer, wozu die Kontextabgrenzung eigentlich da ist, also was die sozusagen jetzt erstmal bewirken soll. Wir sind ja im Prinzip noch ganz am Anfang unserer Analyse. Vielleicht erwähnen wir das einfach nochmal kurz. Willst du, Martin, oder? Mach du gern, Andreas, ja. Okay, genau, Kontextabgrenzung. Also wofür dient das eigentlich? Also man will so ein bisschen die Akteure, also alle Akteure um meine Software drumherum, will man mal so grob darstellen. Das ist immer ein ganz guter Einstiegspunkt, um sich das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Wo stehen wir denn überhaupt? Was sind so meine Drittsysteme, die ich anspreche? Was sind überhaupt die Personen, die meine Software benutzen? Da sind wir halt beim letzten Mal dazu gekommen, das zu machen. Das wäre die Sicht 3 im ARC42 und das wäre sozusagen das erste Level von unserem C4-Modell. Das heißt, wir befinden uns noch ganz, ganz oben in einer ganz hohen Flughöhe und wollen überhaupt erstmal definieren, ob wir das richtig verstanden haben. Also so ein Diagramm sollte man auch immer mit seinen Stakeholdern dann einfach auch mal durchgehen, ne? Ob man sozusagen die ganze Software an sich in dieser hohen Flughöhe überhaupt erstmal verstanden hat und ob man nicht irgendwas vergessen hat. Ne? Also wenn man jetzt mit seinem Stakeholder dieses Diagramm hier durchgeht, dann könnte der zum Beispiel sagen, naja, aber wir haben noch, weiß ich, Rolle XY, die im Lager arbeitet und ja, den haben wir jetzt vergessen. Ach so, und das ist übrigens ganz wichtig, ja? Weil der macht dies und das und jenes. Also das dient quasi als Gesprächsgrundlage. Wir haben jetzt hier erstmal nur alle Akteure aufgelistet, was jetzt noch wichtig wäre, was noch kommt, welche Daten tauschen die überhaupt aus? Ne? Also wie sind die Akteure auch miteinander verbunden und wer nutzt überhaupt unsere Software? Das wäre für uns jetzt nochmal ganz wichtig zu wissen. Genau, da würden wir jetzt einfach weitermachen beim letzten Mal und würden dann jetzt mit den Pfeilen anfangen, oder? Ja, absolut. Sehr gut. Genau. Ja, weiß nicht, fangen wir einfach oben links an. Ne? Kannst du, Marco, kannst du mal ranzoomen ein bisschen? Vielleicht ist das recht schwer zu erkennen. Was jetzt hier im C4-Notation wichtig ist, also wir haben hier einfach Kästchen. Die Kästchen haben irgendwelche Beschreibungen. Also oben sieht man schon die oberste Reihe, die ist schon so ein bisschen, sehen aus wie Personen. Das sind tatsächlich auch Personen, die wir da aufgelistet haben. Das ist zum Beispiel der Kunde, der dann auch die Hot Dogs kauft. Dann haben wir hier diesen Hot Dog Stand Operator. Was ganz wichtig ist, in den Klammern steht immer drin, was das ist, wenn man das weiß. Zum Beispiel auf Container-Ebene könnte das sehr wichtig werden, wenn man zum Beispiel so einen Datenbankserver hat, könnte es wichtig sein, dass man weiß, es ist ein Postgres-Datenbankserver oder ein MS-SQL-Datenbankserver etc. etc. Oder das ist Framework XY, sowas in der Art. Und ganz wichtig wäre dann unten nochmal so eine kurze Beschreibung, was dieser Akteur oder dieses Kästchen überhaupt in unserer Software macht. Genauso machen wir es jetzt mit den Pfeilen. Also wenn die Kästchen dann verbunden werden, muss an dem Pfeil auch immer so irgendwie so eine grobe Beschreibung dran sein, inwiefern die beiden Kästchen in Verbindung stehen. Das sollte es eigentlich dann, das Diagramm, wenn man es liest, sollte das selbsterklärend sein. Das wäre jetzt wichtig, dass man diesen Punkt einfach erreicht. Ja, da würde ich noch kurz was zu ergänzen wollen. Mhm. Und zwar, dass man mal so ein bisschen versteht, wo das eigentlich herkommt. Also der Simon Brown, der sich dieses C4-Modell ausgedacht hat und da eben den Kontext eben auch als oberste Ebene sieht, der hat ja auch einen sehr starken Background in UML gehabt. Und jetzt war die Idee, dass man das eben, also das C4-Modell ist komplett neutral gegenüber der Notationsform. Also gesagt, wer möchte, macht einfach Kästchen und Pfeile. Da muss es kein spezielles Modell und schon gar kein Metamodell geben.
aber er hat so ein paar Elemente, die man jetzt hier sieht, eben auch importiert aus UML. Und diese Klammern, das waren die Stereotypes, die es bei UML gibt, mit denen man eben beispielsweise Klassen umfunktionieren kann, dass sie eine andere Bedeutung haben. Und die werden hier, sage ich mal, in C4 in einer sehr ähnlichen Variante auch benutzt. Ja, da würde ich sagen, fangen wir oben links an, oder? Ja. Genau, da haben wir den Kunde. Genau, da haben wir den Kunden, der kauft quasi unsere Produkte. Jetzt wäre für mich die erste Frage überhaupt erstmal, also wenn wir jetzt unserem PO Marco zugehört haben, das ist im letzten Video passiert, da ist Marco in die Rolle des POs geschlüpft und hat uns sozusagen das ganze System, wie er sich das vorstellt, hat er uns erklärt und wir haben fleißig Mitschriften gemacht. Ja. Da ist jetzt herausgekommen, dass eigentlich, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, der Kunde benutzt unsere Software eigentlich gar nicht. Korrekt? Der Kunde bestellt nur die Würstchen beim Hotdog-Käufer, Verkäufer, gibt ihm Geld und erhält dafür die Ware. Richtig? Ja, das ist richtig. Also ich glaube, den einzigen Berührungspunkt, den es gibt, ist einfach eher indirekt. Wenn du halt über die Social-Media-Geschichten halt zum Beispiel mitbekommst, dass ein Stand gerade in der Nähe von deinem Wohnort ist oder sowas. Und du damit darauf aufmerksam gemacht wirst. Aber das ist auch eigentlich kein direkter Berührungspunkt mit unserer Software. Mhm. Das wäre dann eher die Social Networks, ne? Ich glaube, hatten wir die aufgelistet? Warte mal, ich scroll mal. Ja, Social Media, das wäre dann eine indirekte Verbindung. Also man könnte rein theoretisch auch nochmal einen File von Social Media dann darüber packen. Vielleicht tauschen wir Social Media einfach mal mit den Google Maps aus, oben links, und dann können wir nämlich eine Verbindung zum Kunden dann noch machen. Das wäre dann so indirekt, die gar nicht in unserer Kontrolle liegt. Mhm. Wer macht das? Soll ich das machen? Machst du das, Martin? Oder ich überlege gerade, ich würde erst mal probieren, ob ich alles so ein bisschen kleiner ziehen kann, was wir hier haben, damit wir da noch genug Platz für die Pfeile haben. So. Ja, das sollte reichen. Das geht eigentlich noch. Ich hoffe, das ist gut lesbar. Ja, wird schon spannend. Ich kann einfach noch ein bisschen reinzoomen, wenn das genau. Probleme macht. So, da hätten wir hier den Kunden. Dann würde ich einfach mal aus unserer Vorlage hier oben, ach schade, die Pfeile können wir natürlich nicht kopieren. Aber warte mal, den Kunden können wir eigentlich oben lassen, warte mal. Ja. Ich hab mir das eher so gedacht, wir könnten Google Maps gegen Social Media tauschen und dann können wir die Verbindung dann da oben hin machen. So, und dann haben wir hier Kunde und Social Media direkt nebeneinander. So, oder? Ich schiebe das mal ein bisschen runter. Jetzt könnten wir hier schon mal einen Pfeil hinmachen, aber den ersten Pfeil, den wir brauchen, wäre eigentlich, ja genau, den können wir schon mal dahin machen. Und da informiert er sich über Stände in der Nähe. Ne? So, das schiebt das hier nochmal schick. So. Genau. Das könnte man dann schon mal als mal hier, so. Plus Text. Ich schreibe das mal dran. Ja, super. So, warte. Genau. Plus Text. Dann machen wir schon mal den zweiten Pfeil, von dem wir eben gesprochen haben. Ach so, Englisch, Deutsch, wie wollten wir das jetzt haben? Das hatten wir beim letzten Mal noch so ein bisschen offen gelassen. Immer wieder ein Problem. Da kommen wir auch noch zu. Dafür hat ARC42 auch eine Lösung. Der Glossar, Sicht 12. Total wichtig. Steht ganz am Ende, ist aber eigentlich mit so fast das Wichtigste, kann man ein paar Geschichten dazu erzählen. Ich würde es jetzt einfach mal Englisch machen, oder? Passt das? Ja, also ich denke, es ist eigentlich nur wichtig, dass es einheitlich ist und wir es nicht mischen. Ja, ich sag mal so, ja komm, machen wir alles Englisch. Ja, zumal die Original-Cutter ja auch auf Englisch vorliegt, dann können wir einfach die Begriffe unverändert verwenden. Das ist, glaube ich, sowieso auch nochmal so ein kleiner Benefit an der Stelle. Der zweite Vorteil beim Englischen ist natürlich der, man kann immer so ein bisschen schwammiger bleiben, als das vielleicht im Deutschen möglich ist. Also Vorteil in Anführungszeichen.
Dann müssten wir die oben noch Englisch machen, die. Ja, das würde ich schon mal machen. Genau. Wie heißt denn die Würstchenbude in Englisch? Die Position der Stand. Weißt du das? Hotdog Stand, Hotdog Stand heißt es einfach. Warte mal, ich kann dir auch. Ja. Wir haben sogar schon Okay. den Stand Operator. Ich kann dir auch noch mal, warte mal, den Originaltext hier einfach noch mal reinpacken. Oh nee, ich glaube. Das hilfreich ist, ob man das auch noch erkennen kann. Ich probiere das mal gerade. Okay, das ist hier. Ui, Ups, oje. jetzt. Ich mache jetzt mal. Ja, ich glaube, es macht wenig Sinn, das die ganze Zeit zu scheren, aber dann habt ihr es zumindest auf dem Board und könnt nochmal drauf gucken. Ja. Dann packe ich das hier so an die Seite. Und da sind dann die ganzen Originalbegriffe dann nochmal drin. So, ich habe jetzt einfach mal mit aufgenommen, also der Customer, der kriegt über die Social Media, kriegt er Notifications über Sales und die Position von den Hotdog-Ständen, richtig? Das war quasi unserem PO recht wichtig, ne? Genau. Ja, also die Idee hinten dran ist, dass es da schon so einen richtigen Fanclub für die Firma gibt. Also wie man das so von großen Marken kennt und die wollen wissen, wenn es das was Leckeres in ihrer Nähe zu essen gibt. So, der Lageroperator. Ja. So, naja, ich würde mal sagen, wir machen oben links weiter, oder? Ach so, du machst schon die Übersetzung, ne? Ich Genau. übersetze gerade mal Stück für Stück alles. So, der Customer, der kauft Hotdogs, das heißt, gives money to, ja, und das müssen wir jetzt natürlich, gives money to, und dann, also wir können auch zwei Pfeile machen, übrigens, das geht. Das ist vorgesehen. Sollen wir den jetzt mal ein bisschen höher setzen hier? Und dann könnte man sowas machen wie Receives Hotdogs. So, den duplizieren Ich wir würde jetzt mal mal die schnell. Font vielleicht ein bisschen kleiner machen. Das ist schon das Kleinste, glaube ich. Oh, Aber probier gerne mal. Das okay. ist Ja, 10. Ja, das ist ein 10 bisschen ist. Ja, das ist ein ich bisschen glaube, wir müssen einfach Programmierung. das Diagramm doch noch mal ein bisschen größer machen. Ja, ich glaube Ja, auch. das ist schon, das wird grenzwertig, ja. Das Nee, ist, aber wir das ist können ja ja kein hier, Problem. wir können das hier einfach größer ziehen. Warte. Nee, geht gerade nicht. Mach's mal. Ah, der ist, der war gedingst. Oh, Alles der. gut. Nee, passt so. Sonst, warte. Den müssen wir uns nochmal extra holen hier hinten. Ja, das ist ein bisschen doof im Miro. Also man kann da auch Draw.io oder diverse andere Tools verwenden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der Uni genommen habe. Da gab es ein Ja, Miro ist halt einfach großartig, was die Visio. Kollaborationsfähigkeit Ach, schön, angeht. Visio für die Visio habe ich damals Microsoft-Fans verwendet, unter in uns. Oh meiner mein Gott, Visio. Diplomarbeit für sowas. EPKs ohne Ende gemacht. So, und jetzt kann man hier sagen, Receives Hot Dogs. So, ist noch recht simpel, aber ich glaube, es gleich wird es auch komplizierter. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Person, richtig? Der Hotdog Stand Operator. Was macht der alles mit unserer Software? Das ist jetzt eigentlich so quasi das Kernstück. Ja, der hat eine ganze Genau. Menge Interaktionsmöglichkeiten. Also das primäre Feature ist ja irgendwie, dass er informiert wird darüber, wenn es irgendwo einen besseren Verkaufsstandpunkt gibt, in der den Verkaufsstandpunkt wechseln soll. Mal, dann müssen wir den aber umdrehen, den Pfeil. Das heißt, die Information fließt Ja, quasi von der richtig. Software zum hierhin. So. Okay. Ja, wobei das natürlich eine interessante Frage ist, ob das eher so ein eventbasiertes System ist und das bei ihm dann irgendwie aufpoppt oder ob der quasi das aktiv nachgucken muss, ob sich da was getan hat.
Wir haben ja auch gerade auf LinkedIn einen Kommentar bekommen vom Robert. Ah, ja, ich kann es mal einblenden. So. Ja, super. Ja, das können wir mit aufnehmen. Ja, der muss natürlich noch sagen, ob er Ketchup haben will. Ja, nein. Und receives Hotdog Bill Exchange of Money. Ja, genau. Genau. Stimmt, ja. Was hier noch fehlt, ist das Ganze, ich sag mal so, Order Hotdog. Ne? Das fehlt ja noch ein bisschen bei uns. Ja. Aber das ist ja kein Softwareprozess. Das ist ja als nächstes, was wir hier eigentlich abbilden müssen. Ja, da müssen wir nicht in die Tiefe gehen. Ne? Genau. Sowas. Also man kann das beliebig detailliert machen, also, aber ja, schauen wir mal. So, cool. Also funktionieren die LinkedIn-Kommentare auch, das freut uns, weil wir dachten, das geht nur für das geht nur für Dings. Die Frage an Robert wäre mal, vielleicht kannst du das kommentieren, hast du unser Kommentar auch gesehen? So, wir sind gerade noch bei dem Hotdog Stand Operator, richtig? Genau. So, also der geht, der kriegt eine Suggested Position, ne? Genau. Die erhält er. Genau. Wenn wir uns jetzt mal unsere Notizen angucken, ich hatte sowas in Erinnerung, wie wir hatten eine Strichliste. Korrekt, und er sollte die Strichliste idealerweise in der App füttern, korrekt? Genau, da geht es um den Lieferbestand, also um den Lagerbestand lokal bei ihm im Hotdog-Stand. Und wenn wir merken natürlich, dass die Supply einfach zu klein wird oder langsam leer wird, und dann muss man Fahrer vorbeischicken. Das ist so ein genau, das da kommen wir auch gleich zu, was ist eigentlich mit Fahrern und so. Also ich mache die mal eckig hier, die Pfeile, damit man die ein bisschen, weil ansonsten wird das jetzt hier ganz schön. Ja, das wird ganz schön wild. Ne? So, ja, das ist dann Auswüchse. Es wird auch immer komplizierter, es geht schnell. Ja. Genau, also die Get Suggested Position ist natürlich hier Quatsch. Wie nennen wir das? Also er muss die Strichliste und den Lagerbestand, ne? Ja, maintain. Ja, also eigentlich pflegt er nicht den Lagerbestand. Eigentlich teilt er der App nur mit, was rausgegangen ist. Also er pflegt nicht nur die Bestellung. Das war ja ursprünglich tatsächlich eine Strichliste und wir digitalisieren die ja einfach nur mehr oder weniger. Genau. Provides. Order Information vielleicht. Genau. Wie nennt man die Verkäufe? Das sind ja nicht die Orders, sondern die Verkaufszahlen. Sales. Sales Info, richtig? Oder Sales Figures kannst du auch nehmen. Ich würde mal was vorschlagen, ganz kurz, ein ganz kleiner Exkurs. Kannst du mal ganz kurz zum Glossary gehen und wollen wir mal die Strichliste ganz kurz auflisten? Nur mal so als kleinen Zettel irgendwo mit hinpacken, weil über die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Wir würden dann in kommenden Videos mal kurz was dazu sagen. Marco, kannst du mal ganz kurz hinten zu Dings gehen? Genau. Moment. Wir springen jetzt mal ganz kurz zu Sicht 12. Ja. Ich hau mal hier einen schnell einen. Kopier das mal schnell. Und wenn wir jetzt Begriffe finden, die so ein bisschen so vom PO kommen und über die man öfters mal redet, dann. Pass auf, was soll von der Tabelle, oder? Ja, ich würde die jetzt erstmal ganz lose mit aufnehmen. Also wie man das macht, die Form ist völlig frei. Kannst du auch schon mal eine Tabelle anfangen? Das ist ein super wichtiges Element, was man zum Beispiel aus dem Domain-Driven Design kennt, dass man halt sehr früh auch eine gemeinsame Sprache eben findet. Richtig. Und da nicht unterschiedliche Begriffe nachher im Code verwendet werden, als die Sprache der Product-Owner eben ist. Genau, und wenn man jetzt bei der Modellierung jetzt in dem Stand schon so Begrifflichkeiten findet, die einfach mal mit aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Also, was ich schon erlebt habe in Projekten, was an Zeit draufgegangen ist, weil unterschiedliche Leute gedacht haben, sie sprechen über dasselbe und haben über das komplett Verschiedenes gesprochen oder haben über das Gleiche gesprochen, haben unterschiedliche Begriffe verwendet. Also, es ist
ganz, ganz wichtig. Fangt damit so früh an, wie ihr könnt. Schreibt die Dinge nieder, wenn ihr sie nicht versteht oder die jetzt Leute so formelhaft auch verwenden oder die immer mal so wieder auftauchen, schreibt die mal nieder und dann redet wirklich mit den Leuten, was bedeuten diese Begriffe, wofür sind die gut, in welchen Komponenten kommen die vor, was meint ihr eigentlich damit, ne? Damit man so eine einheitliche Beschreibung auch hat. Ne? Das kann halt passieren, dass man dann einfach Begriffe auch trennen muss. Ne? In unterschiedlichen Teams werden die gleichen Begriffe für was komplett anderes verwendet. Ne? Hatten wir zum Beispiel mit Deployment und in einem Team ist Deployment so ein Kubernetes-Cluster gemeint gewesen. Ne? Und man hat dann mit den Teams, hat man immer irgendwie, wenn man darüber geredet hat, ist dann komplett ein anderes Bild aufgetaucht und irgendwie war das Meeting dann schwierig. Und sowas einfach mal mit immer sammeln, solche Begriffe, wenn man das schon... Nummernkreis ist mein Lieblingsbeispiel. Was? Nummernkreis. Wir hatten einen Kunden, für die mussten wir einen Scheduler bauen. Ja. Und die hatten halt irgendwie, es kommt so wirklich so aus ganz alten Mainframe-Zeiten, hatten die halt so Nummernkreise. Das sind im Prinzip, ist das eine Technik gewesen, um eine Workload zu teilen. Also die wurden halt nummeriert und der Nummernkreis war dann einfach ein Abschnitt sozusagen von einer bestimmten Payload, die dann halt einzeln rausgegangen ist. Aber die Begriffe, die wurden teilweise so unterschiedlich verstanden, schon also in verschiedenen Abteilungen. Also die innerhalb der Abteilung hatten die ein ganz klares Verständnis davon, was ein Nummernkreis ist. Aber dann bist du in der Abteilung weitergegangen und für die war das halt was völlig anderes. Also selbes Thema grundsätzlich, es ging immer um diesen Scheduling-Mechanismus, aber die Arten und Weisen, wie sie die gebaut und verwendet haben, waren halt völlig unterschiedlich. Das ist, da so dieses präzise Verständnis hinzukriegen, ist echt ein Riesenthema. Und da geht so viel Zeit drauf und es ist eigentlich so leicht zu fixen. Ne? Ja, und hinten dran so viel Refactoring-Aufwand, ne, wenn du dann durchrennst und überall im Code. Ja, du verstehst den Code vielleicht auch einfach nicht, weil du liest den und hast im Kopf ein ganz anderes Bild von dem, was da passiert, weil du den Begriff einfach anders verstehst. Das ist ganz üble Folgen haben. Genau. So, das ist nur ein ganz kleiner Exkurs, aber da würden wir dann vielleicht nochmal im getrennten Video was zu sagen. Das ist jetzt auch nicht so super komplex, aber extrem hilfreich. Also fangt sofort damit an, wenn ihr das könnt. Das wird euch viel Ärger ersparen und viel Zeit auch ersparen. Genau, unser Hotdog Stand Operator. Wenn wir mal ganz kurz wieder zu dem wechseln. Was macht denn der noch mit unserer Software? Der muss die Strichliste einführen, also einpflegen. Der kriegt Informationen zu einer Suggestion Position, kriegt ja auch Informationen darüber, wo andere Stände stehen gerade, damit er zum Beispiel nicht dahin läuft oder so. Sieht er die auch auf der Karte? Also im Normalfall kann er mit der Information nichts anfangen. Wenn wir davon ausgehen, dass der immer die Information bekommt, wo muss ich jetzt gerade stehen, dann braucht er keine Information darüber, wo die anderen sind. Naja, die Frage wäre jetzt, weiß unser System, wo die Leute dann hingehen? Also überwachen wir die Position? Das auf jeden Fall. Also der müsste die Position definitiv locken. Und das System muss ja auch zum Beispiel darauf achten, dass es nicht drei Verkäufern in der Nähe die gleiche Information schickt. Da ist ein Hotspot und dann laufen auf einmal drei hin, obwohl von der Menge her nur einer gebraucht wird. Oder es muss sagen, wir schicken drei hin, weil wir wissen, das Aufkommen ist so hoch, dass wir drei Leute da brauchen. Also das ist eigentlich so ein bisschen die die Kernlogik oder das Geschäftsgeheimnis, was da irgendwo nachher drin steckt, die Leute eben sinnvoll an den richtigen Orten zu verteilen. Das heißt, Sie müssten rein theoretisch auch bei unserer Software, das ist ja jetzt das Tracking der Position, das würde man ja nicht von der Person kriegen, ne? Das würde dann quasi unsere Software übernehmen. Da kommen wir auch gleich noch drauf, wie die das machen wird. Aber das wäre dann in der Beschreibung hinzuzufügen. Das heißt, es müsste auch das Tracking von den Hotdog-Stand-Operatoren mit übernehmen. Das heißt, ich würde Coordinates and tracks hotdog stand operators to find hotspots to optimize daily selling, right? Genau. Weil das war mir jetzt zum Beispiel noch nicht ganz klar. Also was ich jetzt
erwartet hätte. Also jetzt, ich wechsle wieder von Problemanalyse mal ein bisschen jetzt in die Lösung rein. Also für mich wäre das jetzt, hätte das ausgereicht, wenn man einfach sieht, naja, ich sehe auch die anderen Hotdog-Verkäufer, weil wenn ich jetzt einen Hotspot angezeigt kriege, dann kann ich da hingehen. Ich sehe aber, da ist schon jemand, da steht schon jemand an dem Hotspot, dann suche ich mir halt den nächsten Freien raus. Weil das müsste unsere Software dann leisten. Die müsste dann gucken, naja, ist der Hotspot jetzt schon von einem ausgesucht oder wem schlage ich den vor? Genau, genau. Da kann ich den nächsten Nachbarn nehmen, aber da musst du auch gucken, wie sind die Bestände da drin. Das heißt, da muss die Software schon ganz schön was leisten. Ne? Ja, 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 schau mal. Die Idee war ja auch so ein bisschen das Expertenwissen. Also ich meine, die Firma macht das ja schon eine Weile. Und da gibt es ja schon Leute, die so eine Idee haben, wo Hotspots sind und wie es Sinn macht, Leute zu anderen Hotspots zu schicken. Oder sie wissen halt, okay, das ist jetzt nur ein Aufkommen, das dauert nur vielleicht 10 Minuten. Wenn ich den da jetzt hinschicke, das macht keinen Sinn, weil in 10 Minuten ist der Andrang wieder vorbei. Also dieses Expertenwissen, was einfach die Leute in der Firma schon haben, das will man ja nutzen, das will man ja da reinkodieren in das System. Und ja, also darin liegt ja auch so ein bisschen die Magie und der Mehrwert des Ganzen. Das wäre doch auf jeden Fall schon mal eine Aktivität, die unser Office Operator übernimmt im Zusammenhang mit dem System. Dass ich sagen kann, hier manuell die und die Position muss besetzt werden. Also möglicherweise ist es vielleicht sogar so, dass wir im ersten Schritt noch überhaupt keine Logik dafür haben, sondern dass es einfach komplett von den Office Operators gemanagt werden. Die kriegen einfach die Informationen. Die müssen halt möglichst viele Informationen kriegen. Also wo ist gerade welches Personenaufkommen? Wo befinden sich welche Hotdog-Stand-Operatoren? Und die müssen dann entscheiden, wer wohin gehen soll. Das wäre doch ein guter erster Startpunkt. Und sind wir uns sicher, dass wir bei dem Hotdog Stand Operator jetzt alles haben? Die Frage will ich aber ganz kurz in den Raum werfen. Weil ich hatte mir noch sowas aufgeschrieben, also anhand des Interviews mit unserem PO, den Überblick über den Bestand. War das der Verkäufer? Ja, ich glaube, die Idee war, dass er, also zum einen hast du ja natürlich diese Strichliste und damit kannst du schon mal ungefähr eine Abschätzung machen, was den Bestand angeht. Aber ich glaube, die Idee war, dass man den Verkäufern auch eine Option bietet, selber quasi ein Inventar zu nehmen und zu sagen, ich reporte mal einfach, keine Ahnung, also klassische Situation, mir sind jetzt gerade die Würstchen leer gegangen, so, ich brauche neue, oder die Brötchen, so. Und oder ich sehe, es sind nicht mehr viele da. Dann möchte ich genau diese Information nochmal gezielt einpflegen können. Weil vielleicht hat sich was mit der Strichliste irgendwie verschoben oder ich hatte doch weniger dabei als gedacht. Sowas wie Trigger Alerts. Also zum Beispiel, ich brauche jetzt neu oder Trigger Requests. Lager auf Englisch. Helf mir mal kurz. Trigger. Supply Requests, genau, ja. Das. Ja, ich habe das bei den Beschreibungen Reinforcements genannt. Ja, wie wollen wir es jetzt hier nennen? Auf dem. Ich habe es jetzt mal hier so mit runtergeschrieben. Also der liefert nicht nur Sales-Informationen, sondern der triggert auch sozusagen, wenn ihm die Sachen ausgehen. Ne? Den Waren. Stock-Infos gibt es ja oder Storage. Ja, wobei Stock vielleicht gut, eher passt. Ja. Dann könnte man ja hier auch noch sagen, das kann er ja auf der App vielleicht auch sehen. Wollen wir ihm die Stock-Infos mit anzeigen? Oder eher nicht? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Du meinst dem Hotdog-Verkäufer zeigen, was er noch in seinem Stand hat. Genau, weil das muss die App ja wissen. Ist ja genau der Punkt. Also es geht ja darum, für den Fall, dass die App halt doch mal nebendran liegt, weil, keine Ahnung, vielleicht war der Verschnitt höher als gedacht oder irgendwas. Ja. Und dann muss er ja die Möglichkeit haben zu sagen, oh, eigentlich sollte ich noch Brötchen haben, aber wenn ich da unten in meine Kiste gucke, das sieht es nicht mehr so gut aus. Ah ja, okay. Genau, das sind diese Supply Requests, ne? Also ich brauche jetzt noch Brötchen. Genau. Ich denke, also im Idealfall passiert das natürlich automatisch. Also im Idealfall hast du die Strichliste, er drückt irgendwie auf den Button und sagt, hier, guck mal, ich habe jetzt nochmal Hotdog verkauft und weiß die App, oh, wenn das so weitergeht, dann
haben wir irgendwie in 20 Minuten keine Brötchen mehr. Und dann wird der Request im Prinzip automatisch generiert, ohne dass er da den Alert schicken muss. Aber der manuelle Override ist, glaube ich, einfach ein nützliches Feature. Ich meine, ja, das wird wahrscheinlich oft vorkommen, dass man, dass er irgendwo steht und merkt, Mist, ich habe hier eine Schlange mit 50 Leuten. Und da ist es natürlich für ihn vielleicht schon abschätzbar, okay, das ebbt so schnell nicht ab, weil, weiß ich nicht, das Museum hier macht gerade zu, da strömen jetzt 400 Leute raus, die alle Hunger auf Wurst haben. Ja. Oder er reißt eine Tüte auf, ja, und ihm fallen alle Brötchen hin und dann kann er sofort sagen, kann passieren, so, ich brauche was Neues. Ja, stimmt. Das erinnert mich so an hier Duck and Carry, King of Queens, der Vorspann, wo er sich das Eis holt, dreht sich um und in dem Moment fällt es ihm runter und senkt den Kopf, beide, drehen sich um und bestellen noch eins. Das ist herrlich. Eine super coole Serie, kann ich nur empfehlen. So, genau, machen wir mal weiter im Kontext hier. So, dann passe ich hier oben schon mal wieder unser Naming an. Wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei Supply, ziehen wir das natürlich durch, passen das an den anderen Stellen an. So, der Office Operator, da müssten wir noch, da haben wir noch ein TBD dran stehen. Der muss, da brauchen wir noch eine Beschreibung. Der würde ja, damit er, also wenn ich mir jetzt den ersten Fall angucke, also der soll so eine optimale Position sozusagen vorschlagen oder so ad hoc. Ich würde mal noch ein ad hoc. Ich überlege gerade, wollten wir die Office und die Logistic Operators unterscheiden? Das sind zwei verschiedene. Ja, ja, klar, nee, der Logistic Operator, klar, der kümmert sich um die Lagerhaltung, der Office Operator, das ist eigentlich der Experte, der auch versteht, wo Hotspots sind und wie es Sinn macht, die Leute zu verteilen. Mhm. Genau, genau. Ja, und der wird die Frage, wenn der das machen soll hier, dann braucht der ja Informationen. So, das heißt, wir brauchen noch unsere Software nochmal was raus, richtig? Richtig, der braucht die Position von allen Hotdog-Verkäufern und er braucht irgendeine Art von Heatmap oder eine Information, wo wäre es denn gerade attraktiv? Ja? Wo lohnt sich der Hotdog-Stand? Ja, da müssen wir die Informationen nochmal abklären, weil die müssen an den Pfeil mit ran. Also welche Informationen kriegt er? Also was soll alles auf der Heatmap geheatet werden sozusagen? Ne? Also welche Bereiche willst du rot einfärben auf Grundlage von was? Das wäre nochmal spannend. Also der kriegt auf jeden Fall erstmal die Positions. Jetzt wäre die Frage, wie genau? Vielleicht reden wir auch noch gar nicht von der Heatmap, weil da sind wir auch schon wieder im Lösungsraum. Vielleicht reden wir einfach von sinnvollen Positionen. Ja? Der Office Operator erhält. Die müssen wir definieren jetzt. Was sind die sinnvollen Positionen? Oder woraus speisen die sich? Na, das heißt, also hier würde ich jetzt nochmal ganz klar auf den PO dann zugehen. Marco, das bedeutet für dich, du musst jetzt was aus den Fingern saugen. Also mich würde jetzt interessieren, naja, also wie habt ihr früher dann die optimalen Positionen sozusagen bestimmt? Also was waren eure Erfahrungswerte? Ne? Das ist ja euer quasi... Ja, was heißt da früher? Das machen wir ja aktuell noch so. Ja, ja. Und das ist natürlich so, dass die... Also die Office Operators, die kennen natürlich die Stadt sehr gut und die wissen einfach, wann, an welchen Tagen typischerweise was los ist. Also wir zapfen direkt deren Erfahrung an, das ist das eine. Und zum anderen hören die aber auch die ganze Zeit Radio, haben sie noch mitlaufen, sie schauen auf Twitter, ob irgendwo was Spannendes passiert. Also die beobachten eben auch verschiedene andere Systeme und gucken, ob irgendwo gerade was Interessantes ist. Ob es irgendwo ein Event gibt, was relevant sein könnte. Das ist ja alles was sie nicht von unserem System bekommen würden. Von unserem System bekommen sie also nur die Position der Hotdog-Stände und die Verkaufszahlen, Fragezeichen? Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ich meine, die müssen natürlich auch sehen, was gerade wo bei den Ständen passiert. Also ich meine, du kannst dir immer völlig nebendran liegen. Du schickst jemanden irgendwo hin und denkst, da ist jetzt voll der Run und dann stellt sich halt irgendwie raus, wenn er irgendwie nach 10 Minuten nur 2 Hotdogs verkauft hat und dann kannst du dir überlegen, das vielleicht einfach wieder anzupassen und zu ändern und den nochmal woanders hinzuschicken. Also klar, die aktuellen Verkaufsinformationen sind natürlich mega relevant, gar keine Frage. So, dann habe ich mal die jetzt hier so aufgeschrieben, also Get Stand Tracking Infos und Get Stand Sales Infos hätten wir jetzt quasi, ne? Das interessiert den Operator.
Ja, und wir hatten ja gesagt, wir haben ja ganz links unsere Social-Media-Geschichten. Also so eine Art Heatmap hätten wir ja eigentlich dann quasi schon, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen im Lösungsraum sind. Das heißt, also er könnte sich auch Minimum auf Google Maps informieren, wo wie viele Leute wann aktiv sind, ne? Also das könnte der Operator auch selbst tun. Das müsste nicht mal notgedrungen unsere Software machen und sie die Heatmap da irgendwie quasi bereitstellen, ne? Das stimmt. Auf der anderen Seite kann er zusätzlich natürlich auch einfach auf Social Media gucken. Wenn dort schon Posts rausgehen, sieht er natürlich auch, ah, hier, es gibt einen Stand am Marktplatz und ich habe da irgendwie 20 Likes. Ja, da wird bestimmt auch was los sein. Wobei, das nee. Warum nicht? Also, warum nicht? Der Ja. müsste, der könnte sich auf verschiedenen Wegen sozusagen informieren. Ne? Die Frage ist jetzt halt, müssen wir das in unsere Kontextabgrenzung mit reinpacken? Also, wir gehen ja eigentlich davon aus, wir haben jetzt eine Schnittstelle zum Operator. Ne? Oder wollen wir das mitmodellieren? Naja, also wenn es nicht vom System, von unserem System gemacht wird, dann ist es eigentlich irrelevant, hätte ich gesagt. Also dann ist es was außerhalb passiert. Gut, jetzt in der Rolle des PO würde ich euch natürlich fragen, jetzt erstmal, ist das denn vielleicht ein Feature, was ihr bauen könnt? Also, dass man natürlich in irgendeiner Form diese Daten einsammelt und vielleicht sogar schon über die App konsolidiert. Ich meine, langfristig wollen wir ja mehr Automatisierung, dass vielleicht einfach vieles von den Expertenwissen dann sowieso von der App schon ausgeführt wird. Könnte es vielleicht schon mal ein Schritt in diese Richtung sein, zu sagen, wir sammeln die Daten irgendwie von Umsystemen ein und präsentieren die als Heatmap? Ist vielleicht schon Lösungsraum, okay, aber. Na, Ja, was man das. auf jeden Fall machen sollte, es ist ja auch dieses Reporting-Feature angedacht, ne? Also man soll ja auch Reports rausschreiben, also was Verkäufe und die Tracking-Informationen angeht, das wären erst schon mal zwei Sachen. Und das müsste man ja auf jeden Fall schon mal mit rausgucken. Und da kriegst du ja auch so eine Art Heatmap, ne? Also wenn du da jetzt Ausreißer hast und jetzt siehst, naja, 14 Uhr der Ort. Also da sind die Verkäufe extrem hoch. Da könnte man schon eine Analyse anhand der Daten überhaupt erstmal machen. Ne? Also wichtig wäre dann halt, dass du auch mehr Daten dann noch mit reinkriegst, weil Low-Hanging Fruit wäre natürlich rechts unten, Google Maps, ganz klar. Die sammeln die Daten halt schon per se mit ein. Ne? Also wie viele Leute sind, kannst du dir angucken. Ne? In deinem Konsum guckst du bei Google Maps, guckst du drauf und dann siehst du genau die Verteilung, wie viele Leute wann zu welcher Uhrzeit dort diesen Ort besuchen. Ne? Das Also ist ja das könnte schon eine man als ziemlich Feature. perfekte Datenquelle, wenn man das direkt Genau. anzieht. Wir haben noch eine API, nehme ich an. Das ist auf jeden Fall noch zu klären, ja. Ja, das müssen wir Aber mal gucken. diese aussichtsreichen Positionen, die sollten wir auf jeden Fall, denke ich, in unserer Architektur mit betrachten. Ja, das ist ja wirklich eine Kernfunktionalität. Reicht Das es denn heißt, aus eurer Sicht, wenn eine wir Heatmap. diese aussichtsreichen Positionen erstmal an den Office Operator reichen? Na? Und der kann dann natürlich immer noch evaluieren, wohin sollen jetzt die Hotdog Operator wirklich? Das kann man ja später dann relativ leicht auch durchschleifen und sagen, ja, hier, der Hotdog Genau, also Operator alles. selbst erhält die. Also, ich meine, je weniger Arbeitslast wir auf den Leuten haben, umso besser natürlich. Und je mehr Hilfestellung wir denen bieten können. Alles, was da Ich habe es hilft, mal ist. so genannt, Get Hotspot Heatmap. Was jetzt wichtig wäre, dass wir die Hotspot Heatmap mal im Glossar nochmal erwähnen und dann auch erklären. Das heißt, wir würden jetzt mal ganz kurz rüberspringen, was wir damit meinen, dass man sozusagen, was ich Stufe 1 erstmal sagen, wir zapfen Google an mit der Heatmap und greifen auf empirische Daten, die wir selber erzeugt haben, zu. Ne? Also das geht ja auch darum, die Erfahrungswerte irgendwie so zu automatisieren oder in eine Software zu pressen, dass das System das macht, weil unser System soll ja quasi die Hotspots quasi herausfinden. Ne? Und dann, also dass man langfristig gesehen die Office Operator gar nicht mehr braucht. Ja, diesen Schritt willst du vielleicht komplett automatisieren irgendwann mal. Oder soll es zumindest eine Hilfestellung für den Office Operator geben? Ich würde noch mal die Frage in den Raum werfen. Ist es denn gut, wenn wir jetzt an der Stelle schon von einer Heatmap sprechen? Weil das ist ja schon eine Art Lösung für, wir brauchen Hotspots. Vielleicht macht es Sinn, hier bei Hotspots zu bleiben.
Was denkt ihr? Hotspots Info dann quasi, oder? Wir müssen halt nur, also das ist halt ein Ding, das ist ein abstrakter Begriff quasi und wir müssen jetzt nur gucken, wie wir den definieren. Also wie wir den nennen, ist dann halt auch quasi gar nicht so wichtig, aber den können wir jetzt hier auf jeden Fall umbenennen, wie wir wollen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir dann konsistent in der Beschreibung, in der Dokumentation bleiben. Ja. Dann können wir hier ja direkt sagen. Dann schreibst du als Beschreibung einfach hinter, welche Daten wir anzapfen für das Ding. Ja, und also, dass wir sozusagen eine Karte haben, da werden die über die Zeit verteilt Anzahl an Personen pro Quadratmeter gemessen und wir würden unsere Verkäufe über die Zeit und Position dort mit tracken. Aber da sind wir ja auch schon wieder, ne, da sind wir schon wieder voll im Lösungsraum. Ne? Was für Daten wir abzapfen, das ist ja eigentlich noch gar nicht Aufgabe hier. Oder? Oder vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen definieren, welche Informationen so grob durchlaufen. Also wer will welche Informationen von uns haben? Wenn unser PO jetzt sagt, ja, der Office Operator soll quasi die Infos als Unterstützung bekommen, müssten wir das mit aufnehmen. Das war eben gerade die Frage. Ne? Naja, das war eigentlich auch eine eindeutige Antwort. Also aus willst, PO-Sicht würde ich sagen, das hilft unbedingt. Also. Genau. Und wie wir es dann machen, also lösungstechnisch, bleibt dann uns überlassen. Ne? Also die Hotspots-Infos wollen wir jetzt einfach haben. Und da müssen wir halt nur reinschreiben, welche Daten wir für den Anfang sozusagen abfragen wollen. Ne? Weil irgendwas muss man ja reinschreiben. Also irgendwie muss man den Begriff ja erklären. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, was vielleicht auch noch interessant ist an der Stelle, ich meine, das schärft sich natürlich auch im Laufe des Projekts. Also ich meine, wenn du anfängst, dann natürlich eine agile Entwicklung zu machen und zu sagen, wir haben da eine Story, wir definieren das, wir probieren das aus, wir verändern das nochmal in einer weiteren Story, dann können wir diese Begriffe natürlich auch immer weiter schärfen und weiter spezifizieren, wenn wir merken, das ist nicht statisch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und merken, dass wir da mehr verstehen, mehr wissen. Genau, ich hätte es hier auch einfach reingeschrieben, Information about Stand Position in Sales and Google Maps. Ich weiß gar nicht, wie das Feature heißt, was die da haben, wo du die Anzahl der Leute dir anzeigen kannst. So, wie hatten wir nochmal unsere Leute im Backoffice genannt? Office Operator. Office Operator einfach, ja. Sehr schön. Gut, okay. So, das wären die drei Punkte, richtig? Oder habe ich hier was vergessen? Also einmal Sales-Informationen, diese Kartendaten und das Expertenwissen der Office Operator. Mhm. Beziehungsweise das Expertenwissen spielt ja noch gar nicht mit rein, sondern das kommt ja erst, sobald die Information bei den Office-Operatoren ankommt. Ja, dann können die sich ja nochmal entscheiden. Genau, also das Expert-Knowledge hätte ich wahrscheinlich sogar rausgenommen. Genau, denke ich auch. Und die Frage ist auch, ob wir die Position, die promising ist, das meinst du damit, also da wollen wir aber noch nicht sagen, ja, geh zu der Position, sondern wir sagen dann halt einfach nur, das wäre wahrscheinlich eine gute Position, das meinst du damit, ne? Ja, es hängt ja noch von mehr Faktoren ab, also ich meine, wenn du jetzt einen Operator hast, der schon an einer Position ist, die schon recht gut ist, ihn dann zu einer etwas besseren zu schicken, macht ja auch nicht unbedingt Sinn. Ja. Sondern das muss man ja dann noch abgleichen, ob sich das dann auch lohnt. Genau, okay, haben wir den Begriff erstmal geklärt, aber das ist für mich schon auch so ein Begriff, genauso wie das, wie diese Strichliste, diese Hotspots-Info, die muss man, also, oder sollte man irgendwo, weil das kann halt sein, dass Martin oder Marco ihr komplett was anderes darunter versteht wie ich und hier sieht man jetzt halt, was definieren wir jetzt alle drei, also wir haben jetzt alle eine Vision davon, was dazugehört und was nicht, was definieren wir darunter, ne? Und wenn wir uns jetzt in Zukunft darüber unterhalten, können wir immer wieder zu diesem Punkt zurückspringen und können sagen, naja, was gehört da denn jetzt eigentlich alles dazu? Ja, jeder hat dann
so ein common Verständnis davon, was wir darunter verstehen. Ja, genau. Diese Diskussion ist auch wichtig. Also in dem Moment, wo wir uns auch einfach zwingen, dieses Data Dictionary zu pflegen und wir merken, wir müssen da eine Beschreibung hinterlegen, diskutieren wir ja auch darüber, was rein soll in die Beschreibung. Und das hilft uns ja auch wieder irgendwie zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, dass wir das gleiche Modell eben im Kopf haben. Genau. Und in Architektur geht es sowieso immer nur um Kommunikation. Ne? Also genau. Das ist so ein bisschen irgendwie wie beim Schätzen, ne? Was wir hier gerade machen mit der Terminologie. Also ich meine, da ist ja auch ein schöner Side-Effekt, dass man Probleme findet und einen Common Sense für die Aufgaben entwickelt. Ich fand es total spannend, was Andreas da gerade gesagt hat. Ich muss auch gestehen, ich hatte früher eine völlig falsche Vorstellung davon, was eigentlich Architektur ist. Also wenn man so nativ an Architektur denkt, dann denkt man immer, das ist so eine unglaublich technische Rolle irgendwo. Und das ist einfach so die Hardcore-Technik-Rolle. Aber das ist es halt einfach eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich viel mehr, also klar, Technik spielt eine große Rolle, ist auch wichtig, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich viel stärker noch auf der Kommunikation. Also du musst halt wirklich alle Leute zusammenkriegen, ne? Also die ganzen Management, Product Management, die Developer, die arbeiten halt alle zusammen und was sie eigentlich verbindet, ist immer so ein bisschen die ganze Architektur des Ganzen. Ne? Also was soll das Ding leisten? Welche Features hat es? Wie sieht es technisch drunter aus? Und, du musst auch eben schaffen, dann die Sprache von den verschiedenen Stakeholdern zu sprechen, die aus ganz unterschiedlichen Welten und Sichtweisen kommen. Also ein Entwickler, der einfach ganz anders da drauf blickt, wie jetzt ein Geschäftsführer beispielsweise. Und dann muss man halt irgendwo vermitteln und idealerweise schafft es vielleicht auch eine gemeinsame Sprache zu etablieren. Da hatte mich heute auch eine Marketing-Expertin sozusagen von einer anderen Firma gefragt, welche Sprache sprichst du denn immer so in deiner Rolle als IT-Consultant? Na, sprichst du eher Business oder sprichst du eher Technik? Weil ich bin verwirrt davon, dass du sagst, du entwickelst auch. Da habe ich auch kurz überlegen müssen, habe dann gesagt, im Optimalfall irgendwo jede Sprache. Ja. Ja. So. Genau. Der Office Operator ist vollständig, oder? Der Office Operator ist vollständig. Gucken wir mal in unsere Aufzeichnung. Dann, ja? To be defined, ja. Ich gucke gerade mal, Tracking hatten wir hier noch. Kurze Frage, der Office Operator, wer ist denn dafür verantwortlich, wer schaltet denn die Werbungen in den sozialen Netzwerken? Wenn das der Office Operator machen soll und das von unserem System getriggert wird, soll der das über unser System machen oder das könnt ihr gleich die Positionen raushauen, wie hast du dir das vorgestellt, Marco? Das ist eine verdammt gute Frage. Also das ist jetzt vielleicht ein Feature, was man nicht von Anfang an haben muss. Also ich denke schon, das sind Leute, die sehr affin sind, was jetzt soziale Medien angeht. Und die haben immer ihr Twitter und ihr Facebook oder was auch immer, sie nutzen da gerade parallel auf. Das heißt, ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir das erstmal nicht abbilden müssen. Das ist eher so einfach eine Law-Brio-Geschichte ist. Also wenn noch Zeit ist, wäre das ein nettes Feature, nice to have. Aber das ist was man erstmal komplett manuell machen kann. Das heißt, wir hätten eigentlich, ich würde mal das Diagramm ganz kurz umwühlen. Der Office Operator würde aber direkt die Social Media Geschichten machen, weil das soll nicht der Hotdog Stand Operator machen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Der Hotdog Stand Operator, der hat wahrscheinlich auch keinen Plan von Social Media. Okay, dann mach ich mal hier. Warte mal kurz, Andreas. Die Frage wäre auch, ist das jetzt vielleicht sogar schon eine zusätzliche Rolle? Die kann ja am Ende in der Praxis auch wieder von derselben Person ausgeführt werden, die auch Office Operator ist. Aber ist das hier in unserer Darstellung vielleicht sogar noch eine zusätzliche Rolle? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Personal wächst, wenn das Ganze, ja, also wenn die Company wächst einfach und wir einfach viel mehr Leute haben, dann haben wir vielleicht auch jemanden, der das spezialisiert macht. Und das machen dann nicht mehr alle Office Operators, sondern du hast dann vielleicht ein, zwei Leute, die sich nur noch darum kümmern.
Ja, da wäre dann die Frage nur, die neue Rolle, soll die dann auch Zugang zu der Software haben? Oder was holt sie sich aus der Software raus, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt schon abbilden muss, weil das ist Ja. ja eher was für die Zukunft. Also vielleicht Ne, passt man das wir, wir, Diagramm dann auch einfach an, wenn wir dann wer, wer bald macht es denn durch. aktuell, die Ja, die Social Office Media? Operator, genau. Okay, gut, Die machen dann. das schon mit. Also das ist so. Genau. Dann würde ich Der jetzt hier eine noch einen mehr, der Pfeil. andere weniger. Also. Genau. Da würde ich jetzt hier noch einen Pfeil hinzufügen bei den Social Media Zeugs. Ne? Das hilft halt ungemein fürs Verständnis, weil am Anfang hatte ich noch so ein bisschen so den Eindruck, ja, dass die Software das vielleicht auch sogar leisten müsste. Ne? Wie stellt man, was sagen wir dazu? Post, Info. Updates on Stand Positions. Ich sehe gar nicht, was du da editierst. Ist das irgendwie. Das ist normal. Ja. Ja, Wir das noch nicht. das taucht gleich auf. So, Okay. Stand Position and Sales. Also Sales sind damit Nachlässe, Rabatte gemeint. Wie in Englisch hätte ich jetzt gedacht Sales. In Sales. Nee, nee, nee. Das ist ja eher, also Discounts. Sales ist die Aktion. Also wenn du Discount. sagst Sales, Discount. dann ist es, die einzelnen Rabatte sind eher, ja, wie sagt man, Discounts. Discounts, genau, Discounts, richtig. So, ne? Passt das so? Ja. Okay. So, warte mal, dann machen wir, beautifieren wir das hier nochmal ein bisschen. So, kann man das ein bisschen hoch? Ja, schieben wir nachher noch schön. So. Ja. Genau. So, jetzt haben wir den Driver. Was macht denn der Driver mit unserem System? So, ja, der kümmert sich im Prinzip um das Wiederaufstocken von den Vorräten der Hotdog-Stand, also Stände. Ne? Also der liefert Rohstoffe. Welche Informationen kriegt er? Der Ach, braucht und von eigentlich nur wem, ja? den, ja, der braucht eigentlich nur den aktuellen Lagerbestand von den einzelnen. Also eigentlich noch nicht mal das. Im Idealfall kriegt er einfach nur ein Alert, wo drin steht, ja, pack mal ordentlich Brötchen ein und fahr mal zu dem Stand. Wir hatten die Maßgabe, dass, verdammt nochmal, dass wir immer ein volles Lager haben, ne? Ja, wir hatten gesagt, das ist erstmal out of scope, Okay. dieses Thema, wie das Lager selber befüllt wird. Das ist, glaube ich, was für später. Gut, Ganz dann normal, es ein also. Lagerhaltungssystem schon gibt. Genau, und das kann man natürlich sich dann überlegen, also ob man da dann eine Schnittstelle hinschafft oder ob man das dann ablöst. Aber das ist, glaube ich, erstmal nicht Teil der Software. So, warte mal, Die also der. Abgrenzung von Driver und Logistik-Operator wäre noch ganz spannend. Ja, ist es so, Ja. dass der Driver dann das Paket einfach nimmt, damit Nicht? losfährt oder Ja. überlegt er sich noch, was er packt? Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, das kann der Driver schon selbst machen. Also wahrscheinlich brauchen wir den Logistik-Operator hier gar nicht. Also der muss die Software wahrscheinlich hier erstmal gar nicht benutzen. Der ist doch eigentlich, nein? Das war das Thema Analyse also diese Datenanalyse mit dem Logistiksystem. Ich gucke nochmal Ja, nach. okay. Ja, Anbindung an Lagersystem und Analyse-Software war ein Prio-2-Thema. Ja, man kann es auch schon abbilden. Ja. So, auf jeden Fall, gives supply oder sowas. Aber am Ich Ende denke, der kann er Driver ja. wird wahrscheinlich doch nicht selber ins Lager gehen. Der wird das dem Logistiker sagen, was er braucht. Und dann kriegt er das gebracht. Genau, und dann Das übergibt er ist, das. So hätte ich es jetzt ja. auch vermutet. Ne? Aber der Logistiker müsste jetzt, also im ersten Schritt, noch nicht direkt mit der App interagieren. Das wäre jetzt eh nochmal eine spannende Frage. Da kommt gleich das ERP-System hier rein. Das packe ich mal noch hier ganz hier Das ist runter. nochmal eine andere Geschichte. Das ist eher so für im Nachhinein Dinge zu analysieren und zu optimieren. Jetzt mal noch eine spannende Frage. Der Driver, was passiert denn jetzt? Mal rein hypothetisch. Der kann nicht liefern, ja?
Meldet der das dem Driver zurück? Also muss der, ach, der Hotdog Stand Operator, Begrifflichkeiten, ja. Sorry. Also der Hotdog Stand Operator, kriegt der auch Informationen über nicht nur Suggested Position, sondern auch über seine Supply Stand, sage ich jetzt mal. Naja, das wäre schon wichtig. Also wenn, ja. Also im Idealfall passiert das natürlich nicht. Es wäre für ihn auch wichtig zu planen, ne? Also soll er jetzt in der. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Lager eigentlich gut bestückt ist. Ja. Aber auf der anderen Seite, es kann halt doch mal passieren. Und wenn das passiert, dann muss das der Hotdog Stand Operator natürlich wissen. Also ich stelle es mir vor, jetzt wie beim Pizzalieferung, ne? Also ich wechsle jetzt mal wieder in den Lösungsraum. Pizzalieferung ist es ja auch so, ne? Also hier Appetito oder Lieferando bestellt halt irgendwo was und die schicken dir auf jeden Fall eine Information, naja, der Fahrer ist unterwegs, so und so lange wird es noch dauern und dann kriegst du auch so ein Bildchen, wo der lang fährt, ne? Also die Frage wäre, wollen wir auch das Tracking von den Drivern übernehmen? Weil das wäre nämlich wichtig zu sehen, dann auch, wann kommt die Supply-Lieferung vielleicht beim Hotdog-Stand an? Okay. Nur mal so reingeschmissen. Das ist natürlich auch schon ein sehr fortgeschrittenes Feature. Und hier aber schwierige Fragen, ja. Ja, aber das hilft. Ja, es würde natürlich enorm helfen, wenn du diese Daten hast. Und wenn die dann später ins ERP-System übertragen werden und das dann analysiert wird, dann hilft das ja auch dann zu verstehen. Auch wie lange hat das gedauert, beispielsweise ein Supply rauszuschicken, also nochmal eine neue Lieferung zu machen mit bestimmten Produkten. Also was der Driver auf jeden Fall noch braucht, ich habe es gerade mal mit hinzugefügt, in der Minimallösung wäre es auf jeden Fall so, der braucht die Standposition, die aktuelle. Mhm. Weil der muss ja da hinfahren. Es kann ja sein, richtig. Der bewegt sich gerade zum nächsten Hotspot. Richtig, das heißt, richtig, stimmt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Jetzt wäre nur die Frage, also liefert der auch Informationen ins System ein? Oder sollte er das tun? Das würde ich jetzt gerne mal challengen. Naja, in einem späteren Ausbau macht es schon Sinn. Also wenn du den Driver selber trackst, dann hast du auch ein Verständnis, zum Beispiel, wie lange du brauchst, um... Ja gut, das Tracking kann ja auch hier passieren, ne? Konnen so, Track nur, wenn er ankommt, Operators. Ja. Und da könnte man hier sagen, and... Der füllt Drivers. Nach und reportet. Okay. Driver. Am Ende reicht da ja auch die Information, bin ich angekommen, habe ich es übergeben? Dann bin ich wieder zurück am Lager. Mehr brauchen wir ja da nicht. Alles andere ist ja sowieso schon da. Okay, also welche Infos soll der hier liefern? Das ja, Tracking übernimmt ja die Acknowledgement. Was? Ein Acknowledgement. Hier, Übergabe erfolgreich und jetzt bin ich wieder bereit. Also eigentlich hat er ja drei Stati, sage ich mal. Ich bin idle, ich stehe da, könnte ein Paket transportieren, ich bin unterwegs, abgeliefert und ja. Schon wieder sehr lösungsraummäßig gedacht. Ja, es ist ja Lösungsraum, aber auf jeden Fall. Ja, ja, aber es geht ja darum, rauszufinden, was die Information ist. Und das macht natürlich schon Sinn. Ja. Ich habe es bestimmt total falsch geschrieben. Acknowledgement? Guck mal ganz kurz, das ist bestimmt ich falsch. Ich weiß auch nicht, wie man das schreibt. Schreib einfach ACK, das ist die Abkürzung dafür. Okay, dann nimm aber ACK bitte mit ins Glossary auf. Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Dann schreib mal Acknowledge. Acknowledge, ACK, genau. ACK? Ja, Acknowledge. Ja, weiß nicht. Kannst ausschreiben oder nicht, aber das ist... Genau. Also ich würde es hiermit ausschreiben. Also würdet ihr, wenn ihr das Diagramm jetzt als... Product Manager, also jetzt so überblickt, würdet ihr das verstehen? Das wäre halt die Frage. Es muss hier jetzt alles mit rein, damit man auf Anhieb versteht. Ja. Die Abkürzung würde man, glaube ich, nicht verstehen, wenn man sie nicht kennt. Dann würde ich es... Ja. Also da braucht man schon eine Vorlesung, Netzwerk, und also Rechnernetze dafür, denke ich. mit einem ACK im Begriff ist, ja. Ja, das stimmt. Ey, schreibt ihr das mal, ich komme gerade. Ja, warte, dann lass mich mal rein, dann mache ich das fix. Ja, mach mal, okay, jetzt habe ich es komplett falsch geschrieben. Verdeck den Stream. Ja. Genau, Acknowledge. Acknowledge, ja, ist richtig. So, genau.
Noch weitere Informationen. Das Tracking könnte ja durch die App, da würden wir dann gleich nochmal was zu sagen. Ich wollte nur erwähnen, wir streamen jetzt schon 1:09. So viel Zeit haben wir tatsächlich gar nicht mehr so. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen früher abbrechen, als wir eigentlich geplant haben. Okay. Ich würde vorschlagen, machen wir die Pfeile trotzdem noch so grob fertig, die wir jetzt haben. Ja, machen wir wenigstens in einem Kontext fertig noch, bevor wir dann in die... Genau, dann würden wir mal noch, würden wir noch eine spannende Frage stellen, weil ARC 42 sieht nämlich noch was vor. Aber dann gucken wir erstmal, dass wir das mal einen Teaser vielleicht dann fürs nächste Mal. Ja. Genau. So. Wir haben hier noch das Business Reporting. Wir haben Google Maps. Wir bräuchten jetzt mal schnell irgendwie die Art des Features. Wie das heißt, weiß das jemand aus dem FF? Weiß ich nicht. Dieses Feature, dass man sieht, welche Personen wo sind. Die Leute, ja. Das ist, ich google mal. Crowded kurz, irgendwas ist, ja, das gibt es ja noch. People Heatmap, wollen wir es einfach so nennen oder sowas? Das, ja, für mich wäre es okay. Müssen wir vielleicht einfach später nochmal korrigieren. Genau, wir können es ja, ich verschreibe mich heute nur, wir können es ja mal mit aufnehmen in unser Glossar, People Heatmap Information, damit ist dann halt die Google, Google Map Information gemeint, wie viele Personen sich zu welcher Zeit an diesem Ort befinden. Ja. Ich schreibe es mal schnell mit rein, dann könnt ihr schon weitermachen. Ja. Popular Times sehe ich gerade, aber das betrifft dann bloß hier diese, ja, wer ist zwischen 8 und 10 Uhr da und so. Aber ich glaube, das passt schon. Popular Times. Das ist aber, ja, das ist nur die eine Sicht. Ne? Du hast ja, also das mit dem von wann bis wann sind so die meisten Besucheranstürme. Das andere ist ja noch diese Darstellung, wo habe ich wirklich Hotspots, wo ist gerade viel Besucherverkehr. Ja, egal, das kriegen wir noch raus. Vielleicht weiß es auch jemand unserer Zuschauer. Also ich habe einen Artikel gefunden, da heißt es Crowded Google Maps, aber ich weiß nicht, was offiziell der Feature-Name ist. So, jetzt. So, und das brauchen wir ja eigentlich nur, damit das dann dem Office Operator sozusagen quasi mitgespiegelt wird in Kombination mit unseren Daten. Ne? Also es sind diese Hotspots-Infos, die wir dann vorhin auch mit ins Glossar gepackt haben. Ne? So, es bleibt übrig unser ERP-System und das Business Reporting. Reporting ist ganz klar, also wir müssen die Rohdaten bereitstellen und müssen da draußen einen Report generieren, ne? Genau. So, der Pfeil ist relativ einfach. Den würde ich jetzt einfach mal provide Sales Report oder sowas nennen. Oder soll der irgendwie anders heißen? Nee, das passt. Das ist okay. Ja, es ist mehr als nur Sales, aber... Nee, dann gerne. Also man soll es verstehen, quasi. Ich würde es allgemein halten. Einfach nur Business Report. Provide Business Report, okay. Genau. Google spricht in Artikeln von der Business Information. Ja, also... dann würde ich vorschlagen, der Business Report müsste auch ins Glossar und wir können ja noch... ich würde erstmal nur mit auffügen und wir müssten dann noch definieren, was alles dazugehört, also welche Informationen da drin sind. Weil das wäre schon wichtig. Ne? Also gerade wenn man jetzt also ein Feature sozusagen beschreiben will oder geht in die Planung eines Features, wäre es schon wichtig zu wissen, was dieser Business Report alles leisten muss und wie sind die Schnittstellen. Ne? Genau. Dann gibt es noch einen Pfeil in die andere Richtung. Bei dem Business Reporting eher nicht, oder? Wie seht ihr das? Das muss man unseren PO fragen. Nee, das ist ganz eindeutig. Das ist, das,
da kommen keine Informationen in das System, sondern das ist, die werden einfach nur abgezogen. Das ist die Idee, ist, die Experten schauen sich das an und die können diese Daten dann nutzen, um halt weiter Optimierungen am Geschäftsmodell vorzunehmen. Mhm. Also da hängen klar. Nachher auch Entscheidungen dran, wie müssen wir mehr Personal einstellen oder welche Art von Personal müssen wir denn skalieren? Und es ist wichtig, da einen Überblick zu haben. Wer guckt sich denn diese Business Reports an? Naja, das sind Operator? Die sind die Personen, die sind hier jetzt gar nicht drauf auf dem Diagramm. Das Management dann quasi. Das Management, ja, genau. Wollen wir das mit aufnehmen? Ist auf jeden Fall ein wichtiger Stakeholder, denke ich. Ne? Von dem müssen wir auf jeden Fall Anforderungen einsammeln. Weil also das, was wir reinkippen in den Business Report, schlägt ja dann quasi durch. Ich hätte es fast gesagt, könnte man mit aufnehmen, oder? Ja, macht schon Sinn. Achso, du machst schon, okay, alles klar. Ja. Ich schmeiß meinen wieder weg. Das Management, ist das eine Person oder ist das eine Personengruppe? Oder ist das ein... Ja, das sind unterschiedliche Organ. Personen, die sich da Gedanken drüber machen. Das ist natürlich der CEO, aber eben auch andere Leute, die ihn da unterstützen. So, wir haben eine Frage im Chat. Ja. Genau, ich blende sie mal ein. Daniel Horn aus LinkedIn fragt, das Hotdog-System stellt den aufbereiteten Business-Report zur Verfügung oder nur die Rohdaten? Ja, das Hotdog-System stellt, also HotDigitalDoc, was wir da modellieren, das stellt eigentlich tatsächlich nur die Rohdaten zur Verfügung, weil das SAP, das ist schon so gebaut, dass es eigentlich diese Analyse, das ist ja eher so ein Data Warehousing, also dass die Analysefunktionen, die sind da in SAP schon integriert. Also da wird nichts aufbereitet eigentlich bei HotDigitalDoc, sondern das passiert eigentlich alles in dem SAP-System. Das heißt, wir würden hier auch nur die Rohdaten rausgeben und das Data Warehouse. Aber das ist vielleicht wichtig, dass man das auch dran schreibt an den Pfeil, dass das klar ist. Ja, es ist eine spannende Frage. Okay, ich würde also mal mit Raw Business Report. Mhm. Na gut, das ist ja dann eigentlich auch kein Report mehr. Also die Frage ist echt gut berechtigt. Ja, stimmt, das ist eigentlich gar kein Report. Es sind eigentlich nur die Daten, weil der Report, der entsteht dann eben im Business Report. Okay. Ja, guter Punkt. Ja. Danke für die Frage. Dann habe ich es mal so umgeschrieben. Ihr seht das, ne? Genau, Management ist keine Person, sondern eine Organisationseinheit. Ja, dann sollte man es nennen, doch Managerin, also die englische Variante davon. Managers, geschlechtsneutral, oder? Englisch Manager. Gibt es sowas? Management, wenn es so Management ist. So. Management-Person. Sehr schön. Management-Person ist the person. Aber es ist keine Person, sondern eine Abteilung, ne? Ja. Also ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem irgendeine Person, die sich das dann anschaut. Also. Mhm. Oder wie bildet man das hier ab, Andreas? Willst du uns sagen? Wie ist hier das Diagramm? Es kommt darauf an, ob ihr jetzt sozusagen die Reports, also kann ja sein, dass sich das nur ein CEO anguckt oder sowas, oder ob es da ein Team gibt von Leuten. Ne? Also wenn es jetzt ein Management-Team wäre, würde ich jetzt hier die Management-Abteilung sozusagen mit auflisten. Wenn es eine Einzelperson ist, dann halt die Einzelperson. Und das sollte auch schon... Ich gehe davon aus, HotDigitalDoc ist nicht so groß. Das heißt, es ist eh so, dass immer unterschiedliche Personen verschiedene Rollen ausfüllen. Also es kann durchaus sein, dass es einen Office Operator gibt, der eben aber auch durchaus Management-Aufgaben wahrnimmt, der sich das auch mal anschaut. Es kann jemand sein, der auch Office Operator ist, aber es hat eine andere Rolle. Aber es ist nur eine Person oder setzt sich... Nee, das sind schon mehrere Personen, die das machen. Dass mehrere Personen drauf, analysieren das und wer auch immer Ideen hat, der kippt die bei der Geschäftsführung rein und dann wird vielleicht das Geschäftsmodell geändert. Dann hätte ich jetzt hier auch das Gremium aufgelistet oder die Abteilung oder das Team, wie du es auch immer nennen magst. Also okay, die dann nennst Management-Team, ja. Genau. Dann, warte mal, ich benenne mal schnell das hier um. Ja, macht es. Team. Mhm. So. Genau, und die werten den Report aus oder so. Genau.
So, schreibst du es noch dran an den Pfeil? Ja, ne, du bist gerade Ja, dabei. da ist es. So. Sehr cool. So, das ERP-System. Was machen wir damit jetzt? Last but not least. Genau, da geht es ja eigentlich eher um die Logistik, Lagerhaltung, Ressourcenplanung. Das ist ja das Operative. Ja. Jetzt nicht, also im Gegensatz zum Business Reporting ist es ja nicht für zukünftige Planung, sondern es ist halt, ja, es wird halt direkt verwendet. Ja, im ersten Schritt, genau, arbeitet der Logistik-Operator damit. Ich weiß nicht, ob wir Erstmal nennen gleich. Managed Storage Information oder sowas. Ja, das ist gut. Ja, ich denke, perspektivisch könnten wir das auf jeden Fall an Hot Digital Doc mit dranhängen. Das macht dann auch irgendwann Sinn. Das Ist wäre halt jetzt wirklich die, die Frage, genau. wie weit geht man jetzt in so einer Betrachtung? Na, gehen wir schon davon aus, so was wäre, wenn, und bauen schon so ein bisschen Luftschlösser, oder kann sowas auch wachsen? Wie ist da eure Meinung? Naja, also die spannende Frage ist jetzt, der Hotdog-Stand-Operator, der macht jetzt einen Supply-Request, ne? Hatten wir ja vorhin definiert. Ne? Also mir gehen die Brötchen aus, ich drücke jetzt auf Supply-Request. Wollen wir dem jetzt sofort sagen, naja, deine Brötchen sind aber nicht mehr im Lager oder sowas, ist vielleicht auch ein total theoretisches Problem. Aber eine andere Betrachtungsweise wäre halt auch, naja, im Lager kann was angezeigt werden, aber Lagersoftware ist auch manchmal fehleranfällig und vielleicht nicht immer die beste und schnellste Variante. Was ist denn, wenn die Lagerinformationen im ERP-System auch gar nicht stimmen und wir das dann schon an ihn weiterreichen? Das heißt, ihm wird gesagt, nee, du kriegst keine Brötchen mehr, dann geht er nach Hause und dann kommt der Fahrer zu ihm hier. Ich habe doch 500. Ja, kann halt passieren. Ja. Das klingt sehr konstruiert, muss ich sagen, ja. Ich glaube, so konstruiert ist das tatsächlich gar nicht. Also so Fehler in Lagersystemen und dann ist die Ware nicht da oder zu viel da. Das ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Ja. Ich würde trotzdem Aber mal kurz die andere Frage von Martin nochmal aufrollen wollen. Die ist jetzt ja. ein bisschen generischer Natur. Also, welchen Zustand modelliert man denn mit so einem Diagramm? Das finde ich eine total spannende Frage. Und in der Praxis hatten wir da schon allerhand verschiedene Situationen. Also, wir hatten ja auch, also ich meine, das ist jetzt ein System, was komplett auf der grünen Wiese gebaut wird. Aber oftmals ist es ja auch so, dass du vielleicht ein Altsystem hast. Und was man oft ganz gern macht, ist, dass man ein Kontextdiagramm vom Altsystem modelliert und dann ein Kontextdiagramm von einem Zielbild, also eine Soll-Ist-Analyse sozusagen, macht an der Stelle. Und ich meine, das kann man natürlich auch. Immer eine Frage, wie viel Aufwand willst du reinstecken und wo ist der Nutzwert für dich? Aber du kannst natürlich auch für verschiedene Milestones unterschiedliche Kontexte malen und kannst sagen, wir machen das für ein erstes Feature-Set, was geplant ist, und wir machen es für einen späteren Ausbau. Ist die Frage, ob es sich lohnt, so viel Zeit zu investieren, weil vielleicht sich bis dahin die Welt wieder gedreht hat und ganz andere Dinge Priorität haben. Also meine persönliche Meinung ist die, dass ich nicht zu weit in die Zukunft planen würde, aber zumindest so weit, dass man sich nichts verbaut. Also so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ist nicht verkehrt, aber das hat ja nachher auch einen Impact auf die Lösung. Und wenn wir jetzt für die Lösung irgendwas, also wenn wir jetzt was ausblenden im Kontext und sagen, das ist völlig irrelevant, das brauchen wir gar nicht zu betrachten, und wir bauen dann eine Lösung, wo das nicht existiert, und stellen dann später fest, dass es doch relevant wird, dann haben wir halt ein Problem. Deswegen macht es schon Sinn, so ein bisschen vorausschauend zu gehen, aber vielleicht nicht zu sehr vorausschauend. Das ist ein Trade-off oder eine Abwägungssache, wie weit man halt in die Zukunft guckt. Ja, und den Ist-Stand brauchen wir ja momentan gar nicht zu modellieren, weil den gibt es ja quasi Den noch gibt es nicht. hier nicht, genau. Den Ist-Stand brauchen wir Genau. nicht zu modellieren. Den Hier gibt haben es wir gar halt das nicht. Problem, ja, also diese Blackbox in der Mitte, die ja gerade unsere Software ist, die soll ja quasi jetzt erst entstehen. Das heißt, also die Verbindung kann es noch nicht geben. Die spannende Frage wäre jetzt aber an den PO, will man das in der ersten Iteration? Ich würde jetzt also mit der Modellierung erstmal nur auf die erste Iteration gucken. Ja, und da ist die Was soll Antwort da ganz schon klar. dabei sein? Ne? Und da Da ist hatten wir die aber auch. Antwort ganz klar nein. Also das hat nicht die Priorität. Okay. Also aus PO-Sicht ist das erstmal nicht so relevant. Die Frage auch wäre, bringt das Mehrwert? Also Sie sollten ja erstmal davon ausgehen, das war die Maßgabe, das Lager ist immer quasi voll. Ne? Genau. Und brauchen wir dann, also für den Umstand brauchen wir dann den Lagerbestand top aktuell aus dem ERP-System? Das wäre halt die Frage. Die muss stellen für die erste Iteration. Nee, natürlich nicht. Also ganz klar ist nein. Okay. Nee, dann würde ich sagen, Martin, Frage beantwortet. Lassen wir das außen vor, ja. Da Lassen wir haben es wir auch erstmal noch aus. einen guten Punkt. Ja. Systemannahmen. Ja, wir treffen ja jetzt schon ganz bewusst eine Annahme, das Lager ist immer voll.
Das sind auch Sachen, das habe ich schon gesehen, das kann man auch tabellarisch gern schreiben, also auch formulieren und pflegen, weil das ist ja schon eine Annahme, die aus der Praxis können wir sagen, das muss nicht so sein, ja, aber wir gehen einfach mal davon aus, um uns so ein bisschen unseren Lösungsflur zu vereinfachen. Ja, wir wollen vielleicht auch später diese Annahmen auch verifizieren können. Also es ist, glaube ich, echt gut, wenn man die dokumentiert. Und dann, weil sonst fällt einem vielleicht gar nicht auf, wenn man eine falsche Annahme getroffen hat. So. Eine Sache noch, die wir noch machen müssen. Also wir haben jetzt quasi alle Pfeile überhaupt erstmal eingezeichnet, ne? Oder seht ihr, was noch fehlen könnte? Sieht schon ziemlich vollständig aus, würde ich behaupten. Was ARC 42 jetzt noch vorsieht, also was jetzt uns noch fehlt, ein paar Sternchen an die Pfeile, wo ihr denkt, das könnte ein großes Risiko sein noch. Ja, du baust da gleich noch eine Risikoanalyse ein, okay. Also nur ja, ganz grober Überblick, nur dass man mal so sieht, naja, was könnte denn Schwierigkeiten verursachen? Ja. Technisches Risiko oder auch sowas wie ein rechtliches Risiko? Also ich denke jetzt technisch erstmal. Also ich würde es jetzt technisch erstmal erhalten. Also. Aber ich denke jetzt also an so Geschichten wie zum Beispiel, dürfen wir bestimmte Daten überhaupt verwenden? Dürfen wir uns von Google Maps diese Crowd-Informationen holen? Und dann merken wir kriegen dann ein rechtliches Problem. Oder dürfen wir das Tracking machen? Wer darf das sehen? Ja. Ja. Also wäre das was du da jetzt auch mit einfließen lassen würdest? Ja, klar, warum nicht? Also nur, dass wir erstmal so einen groben Überblick haben, wo müssen wir denn, an welche Schnittstellen? Und die Schnittstellen sind ja meistens so das eigentliche Problem, ne? Also, ja, das ist immer das Schwierigste. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie es Martin vorgeschlagen hat, vom ERP-System einen Pfeil zum HotDGT Dog gezeichnet hätten, dann wäre für mich ganz klar da ein Sternchen dran mit Risk und kriegen wir auch die echten Live-Daten, ne? Oder dieses Get-Stand-Tracking-Infos. Wie zeitaktuell müssen die sein? Sowas hätte ich jetzt mal irgendwie noch mit reingepackt, ne? Ich würde da mal jetzt hier so eine Klammer, Sternchen, also wie ihr das macht, könnt ihr mal gucken. Hier ist sowas vielleicht, Sternchen, Klammer. Und wie aktuell die sein müssen. Sollte man eine Legende noch zur Verfügung stellen, oder wo man erklären, was dann das Sternchen noch bedeutet. Ich hätte es gleich nicht mal schlechter. Ich hätte es vielleicht jetzt sogar schon mit dahinter geschrieben, dann einfach. Ja, wenn man das jetzt in vielen Stellen hat, dann ist es vielleicht einfach die Legende ist das Video, Marco. Nee, das muss schon hier auch ersichtlich sein. Also wir machen es einfach mit Klammer, Sternchen dahinter und dann schreibt einfach Text rein. Ne? Also hier würde mich jetzt interessieren, wie zeitaktuell muss das Tracking sein? Ne? Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, Risiko, der Driver fährt halt los und der kriegt die Position von 5 Minuten von dem Stand. Ja? Und dann fährt er dem ständig hinterher. Ja? Abhängig davon, wo der langfährt. Ja? Und der Hotdog-Verkäufer rennt mit dem Ding durch die Stadt. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht so besonders schnell, diese da von Hand hin und her karren. Also das ist... Die Frage wäre aber nur, wie zeitaktuell muss das sein? No? Das ist eine gute Frage. Ne? Das muss man halt nur definieren, weil das ergibt sich dann später aufs System, wie das ganze System auch aufgebaut wird und die Requirements, da zählt das ein bisschen mit rein. Also das kann man sich auf dem Level schon mal irgendwo so ein bisschen klar werden. Zeitaktualität. Mein Englisch ist nicht gut. Realtime. Also Echtzeitfähigkeit ist ja am Ende die Frage. Realtime. Ja, das ist gut. Muss vorsichtig Realtime. Mit dem Begriff sein, weil das eigentlich was anderes bedeutet. Da verstehen Techniker was anderes drunter als Automatiker. Genau. Ja, gerne. Also, wenn das ein Problem ist, dann. Ja, da versteht man ja, glaube ich, drunter einfach die Terminierbarkeit der Dauer von einer Informationsübertragung. Also das Festlegen davon, dass es die Information braucht immer eine Sekunde, um von A nach B zu kommen. Ne? Und da geht es nicht darum, dass eine Information schnell übertragen wird. Ja, das ist so eine Art Quality of Service. Also du hast das ganz oft in der
im Automotive-Bereich, also wo halt einfach garantiert sein muss, wenn du halt in ein Auto irgendwie so ein Bussystem einbaust, und da kann es halt nicht sein, dass eine bestimmte Information nicht rechtzeitig übertragen wird und dann die Bremsen einfach nicht anlaufen oder sowas. Also das ist halt, die haben da eine ganz andere Requirements, was das angeht. Da gehen wir die Pfeile nochmal ganz kurz durch. Ich glaube, dann machen wir auch Schluss für heute. Ja. Ich würde mal, ihr seht meinen Zeiger hier, oder? Ja. Jetzt entscheiden wir mal bei jedem Pfeil, ist der kritisch oder nicht? Oder seht ihr da irgendwas Kritisches? Und wenn, dann schreiben wir es einfach dran. Also hier, Order Hotdog gives money. Da könnte man das IC-System noch mit aufnehmen. Ja, das ist aber out of scope, jetzt, was die Anwendung angeht. Ja, okay, nur das muss vorstellen. Egal. So, das ist, ich denke mal, das ist nicht kritisch. Also nicht für unsere Software. Ja, ja. Ne? Ja, nee. Und muss man nichts bauen, die verstehen sich. Genau, Receive Hotdog, Receive Spill, passt auch. Gell? Jetzt wäre hier der Hotdog Stand Operator, der provide Sales Info. Provide Sales Info, ist das kritisch? Also muss das top aktuell sein? Kann da irgendwie Daten schief gehen? Was ist, wenn falsche Daten ankommen? Also wie robust muss das sein? Sehen wir also da irgendwie Probleme? Ja, das sollte natürlich schon irgendwo aktuell sein. Ne? Wenn er jetzt nach 3 Stunden dort die Daten eincheckt, ist es für den Office Operator natürlich zu spät, dann da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Er sieht vielleicht, okay, was habe ich denn jetzt auch für ein Zeitfenster, in dem ich die Daten analysieren kann? Jetzt habe ich hier 3 Stunden und weiß, über diese 3 Stunden wurden so und so viel verkauft. Das gibt mir ja gar keine Tendenz in dem Zeitraum. Mhm. Das gibt mir ja gar keine Richtung. Da kann ich ja nicht reagieren. Also das sollte schon möglichst zeitnah passieren für sinnvolle Analysen. Okay, also hier brauchen wir Actual. Current, nicht Actual. Oder Current. Current Infos. Trigger Supply Requests. Die sollten eigentlich auch... Reason. Was? Reasoned könnte. Current sind ja jetzt, also top aktuelle Informationen. Reasoned heißt ja nur, dass sie noch nicht so lange, noch nicht so alt sind. Vielleicht einfach Reasoned Infos. Dann lässt du das noch offen, wie aktuell die tatsächlich sind. Reasoned so? Ich sehe es nicht. Guck mal jetzt. Jetzt, nee, Reasoned mit C. Nicht vernünftige Infos, sondern kürzliche Infos, also die noch nicht so alt sind. Genau, dasselbe bei den Supply Requests, ja. Da könnte man auch recent machen. Ne? Also das muss genau. Zeitkritisch durchgeschleift werden. Ne? Also da müssen wir schon aufpassen, dass das darf nicht ewig in einer Loop hängen und darf nicht da ewig im System festhängen. Also da müssen wir gucken. Ja. Die Get Suggested Position, nochmal mal eins. Das ist tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist tatsächlich auch so ein Scheduler-Problem. Na, wie ist das, wenn jetzt mehrere Anfragen reinkommen? Wie werden die abgearbeitet? Das ist dann schon wieder Lösung, oder? Auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir uns noch Gedanken machen müssen. Ja, ich denke, das wird dann auch klarer werden, wenn wir dann tiefer in das C4-Modell einsteigen, in die Bausteinsicht. Ob wir das als nächstes machen, das werden wir gleich erfahren. Aber gucken wir erstmal weiter, gucken wir mal die nächsten Pfeile noch durch, dieses Get Suggested Position. Zeitkritisch? Muss das auf jeden Fall immer stimmen? Wie punktgenau muss es sein? Also an welchem Punkt muss es sich genau bestimmen? Oder reicht so ein Radius? Also das würde ich eher sagen, ist nicht so sehr kritisch, oder? Es könnte auch ein Zeitfenster sein, ne? Also, ja, also ich denke, du wirst eine Adresse halt schicken. Also Straße und grobe Hausnummer oder halt ein Platz. Genau, also ich könnte mir das so vorstellen wie dieses POI-System hier bei Google Maps, so, wo du Points of Interest hast und die ändern sich halt nicht oft, bei uns halt schon über die Zeit, weil wir verkaufen wollen in dem Maße. Ja, aber du brauchst keine geografischen, keine Geodaten oder sowas, wo du sagst, es ist jetzt exakt dieser Punkt, du musst den Stand auf diesen Meter schieben, das. Und ich halte es aus dem Grund auch nicht kritisch, weil du willst ja nicht, dass permanent dein Hotdog-Stand-Operator permanent umzieht. Ja, also das muss super krass sich immer ändern, sondern der kriegt vielleicht 2-3 Mal am Tag eine andere Position, dann packt der ein, zieht um, ist ja auch Stress für den, ist ja auch Zeit, in der du nichts verkaufst. Ne? Vielleicht ist es dann auch ungünstig umzuziehen, weil bis der dahin gelaufen ist, wer weiß. Ne? Richtig.
Ja, würde ich sagen, ist nicht unbedingt zeitkritisch und auch nicht unbedingt, muss nicht detailgenau sein, ne? Richtig. So, die Get Business Information, ist das hier richtig geschrieben mit dem Y? Ist nicht... Ja. Was ist das? Also es ist halt ein komisches Wort. Ich habe das aber eins zu eins aus dem Beitrag von Google kopiert. Die bezeichnen das selber. Ich hätte jetzt gefragt, ob es das Wort gibt, aber gut. Ja, es gibt im Deutschen ja auch sowas wie unplattbar. Also hier würde ich sagen, nicht zeitkritisch. Und es muss auch nicht super genau sein. Ne? Also wenn wir einen groben Richtwert haben und dann Analysen darauf fahren können, reicht völlig aus für eine Heatmap für den Office Operator, korrekt? Ja, aber dir ging es auch um das Risiko, also wie groß du das Risiko überhaupt siehst, so eine Schnittstelle genau. zu bauen, oder? Was ist, wenn die jetzt mal, ja auch, klar, also wenn die Daten nicht ankommen, was passiert dann? Oder ist es eine Schwierigkeit, die Schnittstelle zu implementieren? Das könnte man vielleicht mit dran nehmen, weil wir wissen noch nicht, wie man die API dort ansprechen. Das könnte man mal als Risk mit ich meine, es könnte ja potenziell sein, dass du die Daten da nicht rauskriegst, dass Google die zwar intern ihrer Google Maps Anwendung verwendet, aber dass sie die gar nicht über eine API zur Verfügung stellen. Mhm. Genau. Existieren die Daten überhaupt? Ja, die Daten existieren schon, aber sind sie über die Schnittstelle abrufbar? Ja. Genau, das müsste man rauskriegen. Feasibility könntest du mit dranhängen, passen. Also ob das überhaupt durchführbar ist, dass man die Informationen da rauskriegen. Das ist ein Wort, das schreibe ich jetzt bestimmt falsch. Ja. FEA und dann Sibility. Kann ich eine App empfehlen? DeepL, die ist ziemlich cool. Die basiert auf neuronalen Netzen. Ach, du hast gerade gegoogelt, ja. Ich habe gerade, nicht gegoogelt. DeepL ist die App, die könnt ihr euch mal runterziehen. Die ist ziemlich cool. Ja, die kommt doch sogar, das ist doch sogar eine deutsche Entwicklung, oder? Glaube ich. Feasibility. Feasibility. Passt, alles klar. So, Analyse Business Report ist einfach, das zieht sich aus dem SAP raus. Provide Raw Business Data würde ich jetzt auch eher unkritisch sehen, sehe ich auch nicht zeitkritisch, das kann irgendwann passieren. Nachts muss halt gemacht werden, ne? Aber da sehe ich nicht große Schwierigkeiten, oder? Ja, denke ich auch nicht. Ja, das ist auch nicht zeitkritisch, das ist, die Schnittstelle gibt es, weil das ist ja sogar vorgesehen. Dass man die Daten da reinlädt. So Dinge wie Korrektheit spielen da halt eine große Rolle, aber ja. Gut, also ich glaube, das sollte man hinkriegen. Oder sollte klar sein, also so richtig falsche Daten, sollte man nicht machen, gell? Acknowledge Delivery, das wäre auch wieder Recent Info, ne? Also das muss wieder... Ja. Damit der Fahrer neu eingesetzt werden kann, macht das auf jeden Fall Sinn. Auf der anderen Seite. Ach hier, das haben wir noch vergessen. Also wenn wir die Acknowledge Delivery Info hier reinpusten, muss er auch Infos zurückkriegen. Und zwar, was der Stand seiner Bestellung ist, oder? Ob die angenommen wurde. Also er macht einen Supply Request und dann brauchen wir auch die Info, ja, wird bearbeitet oder nein, kann nicht bearbeitet werden. Zumindest das sollten wir irgendwie mit drin haben, oder? Mhm. Hier. Also get supply request info. So, und das ist auch recent. Und drüben das Acknowledge Delivery kannst du auch mal recent nennen, oder? Also mache ich das hier nochmal. Ich müsste noch langsam raus. Ja, wir machen jetzt auch noch was zu essen machen. Ja, nee, gut, dann brechen wir jetzt mal ab. Dann machen wir einfach, genau, bei den zwei anderen können wir noch Recent Infos da drauf packen. Bei den Get Supply Request und Get Stand Position, die müssen auch Recent sein, weil ansonsten wird es für den Fahrer doof. Beide. Genau, und dann wären wir hiermit durch. Möchtest du noch kurz anteasern, was wir beim nächsten Mal machen? Genau, weil, die Frage wird uns jetzt gleich Marco beantworten. Marco, ich würde mich jetzt super gern in die Lösung stürzen. Ich würde jetzt super gern in Sicht 5, kannst mal ganz kurz zu Sicht 5 springen. Ich würde jetzt super gern diese Blackbox auflösen. Ja, also ich bin Entwickler, ich würde gern jetzt meine Lösung vorantreiben. Also bei mir sind schon 1000 Sachen im Kopf, die ich gerne machen würde. Genau, das heißt, du hast dir schon dein Lieblingsframework ausgedacht und du weißt schon genau, mit welcher Datenbank wir das machen und was für ein Bussystem du einsetzt. Welche Queues ich verwende. Das ist, du hast doch eigentlich schon 5000 Zeilen Code geschrieben. Gedanklich schon.
Also man würde jetzt normalerweise C4, geht man jetzt sozusagen, löst die Blackbox auf, stellt sich dann seine Container hin, die man in seinem Modell hat. Und jetzt wäre halt die Frage, sollte man das jetzt eigentlich tun? Ja, und die Antwort ist natürlich, wenn wir schon so fragen, nein, sollten wir nicht tun, weil wir ja das Problem noch gar nicht ausreichend verstanden haben. Was uns nämlich fehlt, ist, dass wir die Qualitäten verstehen, auf die es dem Kunden ankommt. Dass wir uns Qualitätsszenarien überlegen, Qualitätskriterien und Qualitätsszenarien. Also Qualitätskriterien sind erstmal, auf was kommt es überhaupt an? Wie wichtig sind uns bestimmte Dinge? Wie wichtig ist uns Performance? Wie wichtig ist uns Stabilität, Skalierbarkeit? Da kann es ganz unterschiedliche Bedürfnisse geben und die unterscheiden sich auch wahnsinnig stark von Software-System zu Software-System. Und da müssen wir erstmal verstehen, auf was kommt es an? Und das beeinflusst ja auch maßgeblich dann, was wir dann auswählen bei der Lösung. Also wenn bestimmte Dinge einfach nicht so stark skalierbar sind, dann können wir Shortcuts wählen, können Dinge benutzen, die vielleicht günstiger sind oder die uns Vorteile bei der Implementierung bringen, die aber vielleicht nicht so eine hohe Performance liefern. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Trade-offs, die man machen kann. Und diese Trade-offs, die müssen wir eben kennen, die müssen wir verstehen. Wir müssen die Sicht des Kunden verstehen, damit wir wissen, was für Technologien und welche Arten von, wie bauen wir unsere Architektur überhaupt zusammen, was macht da am meisten Sinn. Genau, und da ist es wichtig, dass wir eben Qualitätskriterien bestimmen und dann auch Qualitätsszenarien finden, also ganz konkrete Beispiele, in denen wir sagen können, wann welche Qualitätskriterien eben zum Einsatz kommen. Und sag mal, welches Tool wir dafür verwenden, weil du hast das schon eins im Auge, ne? Ja, genau. Da gibt es natürlich auch eine Menge Möglichkeiten. Ich glaube, ARC42 schlägt jetzt grundsätzlich nur vor, dass man die Qualitätskriterien überhaupt mal benennt und versucht, die in eine Reihenfolge zu bringen. Und da haben sich aber in den letzten Jahren bessere Methodiken noch herausgestellt, wie man da am besten hinkommt. Das ist kein Widerspruch jetzt, also im Gegenteil, was ARC42 sagt, das stimmt natürlich absolut. Sondern die Idee ist jetzt nur, wie kommen wir da ran? Also wir wollen nicht, dass die irgendwie vom Himmel fallen, sondern wir wollen eine Methodik dafür. Und der Michael Blöd hat sich da vor kurzem eine ziemlich coole Methodik ausgedacht, nämlich basierend auf Event-Storming und dieser Idee von den Qualitätsszenarien hat er sich Quality-Storming ausgedacht. Und das ist tatsächlich eine Methodik, wenn wir dann erklären, wie es genau funktioniert, wo man eben ähnlich wie bei einem Event-Storming das Wissen von den Product Ownern, von den Stakeholdern abzieht und versucht, mit denen gemeinsam eben über bestimmte Qualitätskriterien nachzudenken und zu überlegen, was eben für die App Sinn macht. Und bei dieser Methodik kommt man, ja, hat so ein bisschen einen Brainstorming-Charakter auch, aber man kommt sehr, sehr schnell eigentlich dahin, dass man herausfinden kann für sich, was so die wichtigsten Qualitätskriterien und eben auch Szenarien dann bei der jeweiligen Softwarelösung dann sind. Und was wir uns auch noch angucken würden, wäre, wir haben jetzt die Kontextabgrenzung gemacht. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist auch die, also wenn wir ganz kurz drauf eingehen und mal ganz kurz drüber reden, das ist nur die Business-Kontextabgrenzung. Genau, was ARC42 auch noch vorschlägt, ist nicht nur die Business-Abgrenzung, sondern auch eine technische Abgrenzung. Und da würden wir uns vielleicht mal ein Deployment-Diagramm angucken. Da würde dann vielleicht auch noch eine spannender Umstand rauskommen, dass wir sozusagen nicht nur eine Blackbox haben, sondern eventuell sogar zwei. Aber da müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt vor den Qualitätsszenarien machen oder danach. Dieses technische Kontextdiagramm, oder wie hast du es genannt? Auch technisches Kontextdiagramm. Technische Kontextabgrenzung, ne? Also technische, das sieht ARC42 vor, dass du halt so eine Business-Kontextabgrenzung hast, um deine Akteure überhaupt erstmal und deine Umsysteme zu definieren und wie die mit deinem System definieren. Es kann manchmal aber auch hilfreich sein, das sozusagen auch nochmal ein bisschen mehr auf einer technischen Ebene zu betrachten, wo man sich halt mal die ganzen Nodes, wo das System später laufen wird, auch nochmal anguckt, um mal so ein bisschen die Verteilung schon mal so grob anzuzeichnen. Im Detail wird man da dann auf die Verteilungssicht so eine Art detailliertes Deployment-Diagramm, wäre das dann, das ist Sicht 7. Aber hier könnte man das in der Kontextabgrenzung auch nochmal auf den ganzen... Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also es gehört schon mit zu der Kontextabgrenzung jetzt dazu. Das ist schon genau in dieser Schublade zu sagen, man hat jetzt nicht nur die fachliche Sicht, genau, man genau. hat auch jetzt eine eher technische Sicht auch schon bei der Kontextabgrenzung mit dabei. Genau. Also das sieht ARC42 vor, da gibt es 3.1, haben wir jetzt gemacht, das wäre die Business
Kontextabgrenzung und dann gibt es 3.2, gibt es noch diese technische Kontextabgrenzung. Das würden wir uns vielleicht der Vollständigkeit halber auch mal angucken, nur dass ihr das mal gesehen habt. Da würden wir auch vielleicht nicht so ins Detail gehen, aber da würde noch vielleicht mal ein spannender Aspekt noch mit rüberkommen. Genau. Ja, und das würden wir nächstes Mal machen. Nächstes Mal ist leider ja, unser Martin nicht dabei. Richtig. Martin, kannst du mal erklären, warum? Jetzt erklär dich mal bitte. Schon unverschämt, dass du uns da einfach im Stich lässt. Also das geht gar nicht. Ja, aber ich hoffe doch, irgendjemand wird mich super vertreten und genauso wird es auch kommen. Das also, ist nicht möglich, dich super zu vertreten. Macht euch ganz gespannt auf einen Ehrengast. Ja, ich werde die nächsten Male erstmal nicht mit dabei sein. Hoffe aber, dass ich danach wieder mitmachen kann. Ich bin längere Zeit auf Wandertour in den USA und ja, genau genommen 4 Monate. Und hoffe aber, dass ich mich danach noch mitmachen kann. Kann man sich das vorstellen, so mit dem Stock und dann so über die, ja, einmal über die Rocky Mountains? Naja, ich habe hier, warte, wir können ja mal, ich habe hier einen Rucksack dabei. Und au. Ich hoffe, das ist noch heil geblieben. Ja, Rucksack ist dabei. Wanderstöcke habe ich auch dabei, aber nicht so ein schönes Ding mit aus Holz und mehreren Stickern drauf und hier Rennsteig und weiß ich nicht was. Aber ja, so Tracking Poles. Ja. Nicht schlecht. Und dann bin ich in 4 Monaten wieder da. Hoffentlich richtig fit. Und hoffe doch, dass ihr mich noch mitmachen lasst. Und bin gespannt, wie sich dann die Hot Digi Dog Cutter entwickelt. Ja, ob wir dann in 4 Monaten ne, bei, weiß ich nicht, wo wir dann sind. Ne? Ob wir dann schon, ob wir vielleicht sogar Code schreiben? Keine Ahnung. Mal gucken, wie weit ihr das noch treibt. Schauen wir mal. Ja, und das nächste Mal wirst du dann vertreten vom Jonas, der hat da zugesagt. Sehr schön. Und genau, hoffen wir mal, dass das alles klappt. Nee, gut, ich bedanke mich bei euch. Wir bedanken uns auch bei den Zuschauern. Cool, dass ihr zugeschaut habt. Danke für die Fragen. Gern da auch mehr. Guckt euch die älteren Videos nochmal an, damit ihr wisst, worum es geht. Und macht gern mit. Ja. Das würde uns sehr freuen. Ist doch immer schön, wenn man weiß, dass jemand zuguckt und dass das Format gefällt. Momentan sieht ja noch alles gut aus von den Viewzahlen und so und von den Kommentaren, die es so gibt. Ja, und danke auch diesmal für die Fragen. Also genau. Achso, du warst gerade bei mir kurz weg. Dann eventuell so in. Oh ja, jetzt ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch mitgekriegt habt, aber ich würd sagen, wir beenden das Ganze und wir sehen uns eventuell so in 2-3 Wochen wieder, wenn die nächste Folge dann eingeplant wird. Also schaut auf YouTube, LinkedIn, Facebook. Es wird dann diesmal auch ein bisschen früher angekündigt und vielleicht machen wir auch mal ein bisschen Werbung. Momentan testen wir das alles noch so ein bisschen aus. Genau. Schönen Dank euch beiden. Dann. Dankeschön. Danke, macht's gut. Bis tschüss. Bald. Ciao. Danke. Ciao.